Okay, dann legen wir mal los. Herzlich willkommen an alle, die heute hier sind. Obwohl draußen das Wetter schön ist, seid ihr so motiviert, setzt euch in diesen wunderbar klimatisierten Hörsaal. Wir haben ein bisschen was für euch vorbereitet, die Metathe-Repetitorien auch dieses Jahr wieder. Natürlich ein bisschen anderes Programm als letztes Jahr. Also diejenigen, die uns vielleicht schon von YouTube kennen, vom Vorjahr, sehen jetzt nicht nochmal das Gleiche aufgewärmt. Aber was genau ihr seht, präsentieren wir euch gleich. Also, wir sind heute zu dritt hier. Einmal der Josef von der IT, der das Ganze hier möglich macht, dass wir es hoffentlich auch wieder online stellen können. Und die Veronika, die ihr vielleicht schon vom letzten Jahr kennt, die hat letztes Jahr Biologie gemacht. Mein Name ist Tim, ich bin aus dem Referat für Studienmaturantenberatung und wir sind sozusagen eure Ansprechpartner für alles, was Meta-T relevant ist, für alles, was auch im ersten Studienjahr so ein bisschen ansteht, wenn ihr den Test bestanden habt und bei uns studiert. Wir werden uns wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal sehen. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu lange um den heißen Brei herumreden, sondern euch zeigen, was euch heute erwartet. Also, und zwar, heute steht auf dem Plan Biologie und Chemie. Also, wie man unschwer hört, ich bin Deutscher, das heißt, wenn ich Sachen komisch ausspreche, dann verzeiht mir das bitte. Die Zeiten hier sind ungefähre Richtlinien. Also, es kann durchaus sein, dass wir mit Biologie ein bisschen schneller fertig sind als 18 Uhr, je nachdem auch, wie wissbegierig ihr hier seid. Ihr sollt das Ganze auch durchaus interaktiv machen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann immer raus damit. Auch wenn ihr mal zwischendurch was sagen wollt, generell. Ich versuche euch auch ein bisschen mit einzubinden, weil meistens dann der Lerneffekt etwas größer ist. Und genau. Was steht die Woche noch an? Am Freitag haben wir Physik und Mathe noch für euch. Das macht unser Harald. Und ebenfalls die ganzen kognitiven Skills inklusive sozial-emotionale Kompetenzen werden wir ebenfalls am Freitag machen. Und am Wochenende, Samstag und Sonntag, stehen unsere Team-Based Learnings an. Das heißt, während ihr euch hier noch so ein bisschen berieseln lassen könnt, müsst ihr dann, wenn ihr euch dafür angemeldet habt und kommen wollt, ein bisschen was selber tun. Beziehungsweise es ist für euch gut, wenn ihr ein bisschen vorbereitet kommt und selber was tut, denn das ist der Lerneffekt. Erklären wir euch aber, wenn ihr dann da seid. Wichtig nur für euch, die ihr euch angemeldet habt, das Ganze findet nicht hier statt, wir sind hier im Hörsaalzentrum des AKH, sondern in den Kliniken am Südgarten. Das ist, wenn ihr den Haupteingang des AKH verlasst und links rumgeht einmal ums AKH, kommt das auf der rechten Seite, steht ganz groß drauf an so einem Gebäude Kliniken am Südgarten und Hörsaal A findet ihr auch relativ schnell. Okay. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr die jederzeit stellen, einfach klopfen, Hand hoch. Ich bemühe mich, jede Frage zu wiederholen, damit sie auch auf der Videoaufnahme drauf ist. Soll ich das vergessen, darf man mir hier gerne nochmal Erinnerungen geben. Ansonsten sind wir auch am Ende der Repetitorien nicht sofort weg. Das heißt, wenn es irgendwelche Fragen gibt, die ihr nicht in offener Runde stellen wollt, macht das auch einfach dann am Ende. Ansonsten könnt ihr uns jederzeit schreiben bei der Adresse, die hier eingeblendet ist. Und wir haben noch bis zum Ende des Semesters Beratungszeiten an der Schwarzspanierstraße 17, 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr, zweimal die Woche. Sollten da irgendwelche dringenden Anliegen noch sein, dann könnt ihr es auch machen. Wie gesagt, wir versuchen das Ganze wieder auf den YouTube-Channel hochzuladen und alle anderen Informationen findet ihr auf unserer Meta-T-Seite. Noch zuletzt, bitte alles, was ihr so an Müll produziert in den nächsten 2, 3 Stunden, bitte auch wieder mitnehmen, weil wir den Hörsaal auch nur gebucht haben. Also bitte seid saubere zukünftige Medizinstudierende. Okay. So, wunderschöne Animation. Okay, wir legen los mit Biologie. Erst einmal die Frage, was erwartet euch heute? Beziehungsweise, was hat euch letztes Jahr erwartet? Und zwar, letztes Jahr war es sehr genetikträchtig. Das heißt, wir haben sehr viel, die Vero hat sehr viel mit DNA, Chromosomen gemacht, wie funktioniert Transkription und Translation. Und das ist auch ein wichtiges Thema, weil es da sehr viel zu verstehen gibt. Es gibt andere Sachen, die wir heute teilweise durchsprechen, wo es wirklich nur darum geht, das Ganze zu können und das zu lernen. Und das ist auch etwas, das sich durch die gesamte Medizin immer wieder zieht. Aber das sind halt wichtige Themen, die man verstanden haben sollte. Und dann kann man sich im Meta-T auch vieles leichter machen. Was wir heute vorhaben mit euch, sind diese großen Themen. Allgemein einmal die Zelle, der menschliche Körper und die Frühentwicklung des Menschen. Das macht dann nachher die Vero mit euch. Da geht es dann eben darum, die befruchtete Eizelle, die Einnistung, die beginnenden Grundzüge der Embryonalentwicklung. All das wollen wir mit euch durchgehen.
Und die Zelle haben wir vor allen Dingen deswegen reingenommen, weil ja dieses Jahr in Biologie zwei neue Punkte hinzugekommen sind, nämlich einmal hier die allgemeinen Zellcharakteristika und die Zellarten. Da haben wir auch jede Menge Mails von euch bekommen mit der Frage, was genau muss ich dafür denn können? Und wir haben auch unsere Skripten dementsprechend überarbeitet, dass sie jetzt auf dem aktuellen Stand sein sollten. Okay. Wir legen einfach mal los. Und ich habe ja schon angedroht, dass das Ganze ein bisschen interaktiv sein soll. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, eine Zelle, allgemein, menschlich, tierisch, überhaupt, haut mal ein paar Begriffe aus, die euch dazu einfallen. Irgendwelche Organellen und sonstiges. Zellmembran, sehr schön. Weiter? Peroxisom, ja. Zellkern, ja. Mitochondrien. Ja. Chloroplasten hast du gehört? Ja, Chloroplasten, genau. Endoplasmatisches Reticulum. Okay, sehr wunderbar. Ich habe hier einfach mal ein paar Stichworte so aufgeschrieben, die wir einfach mal alle ein bisschen durchgehen. Für die meisten von euch wird das nichts Neues sein, aber es ist trotzdem immer ganz gut, das Ganze nochmal kurz zu wiederholen, dass wir es ein bisschen präsent haben, wenn wir eben auf die beiden neuen Punkte eingehen wollen. Zellmembran haben wir schon gesagt. Was ist das? Im Prinzip ist es eben diese Phospholipid-Doppelschicht, die die Zellen nach außen hin begrenzt. Wichtig an der Stelle ist die Unterscheidung zwischen der Doppelschicht und einer Doppelmembran. Denn wie ihr beim Lernen sicherlich auch schon gemerkt habt, es gibt Zellorganellen, die haben eine doppelte Membran. Und das bedeutet aber nichts anderes, als ich habe zwei Membranen, die jeweils aus einer Doppellipidschicht bestehen. Und diese Doppellipidschicht sieht eben so aus, dass ich hier diese Schicht habe, wo meine polare Kopfgruppe eben immer nach außen gerichtet ist. Einmal hier sozusagen in den Extrazellulärraum und hier, wo die Kopfgruppe nach intrazellulär gerichtet ist. Und in der Mitte habe ich eben diese Schwanzgruppe sozusagen von den Phospholipiden und die ist eben lipophil. Das hat viele Auswirkungen auf die Art und Weise, wie diese Membran funktioniert und wie sie aufgebaut ist. Im Studium lernt man noch ungemein viel darüber. Deswegen lohnt es sich, das tatsächlich auch zu behalten und nicht einfach nur für den Meta-T einmal stumpf auswendig zu lernen. In der Membran sind dann auch ganz viele Membranproteine noch eingebettet. Da gehen wir vielleicht später noch drauf ein, wenn wir die Zeit haben. Aber das erstmal nur so als kleiner Refresher, wie die Membran überhaupt aufgebaut ist. Wenn wir dann durch die Membran durch sind, erwartet uns natürlich der Inhalt der Zelle. Und zwar habe ich hingeschrieben, Zytoplasma oder doch eher Zytosol. Warum frage ich das? Weil ich mich daran erinnern kann, dass als ich für den Meta-T gelernt habe, in einigen Lernunterlagen gerne Fangfragen genutzt wurden, wo dann eben so ein bisschen darum ging, reden wir jetzt gerade vom Zytoplasma oder das Zytosol. Sind die beiden Begriffe sozusagen Synonyme, die ich benutzen kann, wie ich möchte, oder gibt es da einen Unterschied? Gibt einen Unterschied, okay. Irgendeine Idee, wenn du sagst, was ist Zytoplasma, was ist Zytosol? Also du sagst, Zytoplasma steht sozusagen darüber und Zytosol ist ein Teil vom Zytoplasma. Richtig verstanden? Okay, geht auch schon in die richtige Richtung, beziehungsweise ist eigentlich auch richtig. Das Zytoplasma ist sozusagen der gesamte Inhalt der Zelle. Ich mache die Zellmembran auf, gucke rein und das, was mir entgegenkommt, ist das Zytoplasma. Das Ganze kann ich dann weiter unterteilen. Und zwar zum einen aus dem Zytosol, das eben die Flüssigkeit wirklich ausmacht, dem Zytoskelett und dem anderen Zellorganellen inklusive Zellkern. Das Zytosol, also der flüssige Anteil, setzt sich wiederum zusammen zum größten Teil aus Wasser, über 80%. Und dann habe ich alles andere, was sozusagen noch in der Zelle vorkommt. Das sind kleine Proteine, Zucker, Lipide, aber auch wichtige Anionen, zum Beispiel Kalium, Natrium, all das, was für die Zelle auch noch wichtig ist, gerade für Aktionspotenziale und dergleichen. Das macht natürlich auch was aus. Ja, bitte. Der Kern gehört zu den Zellorganellen, also gehört er auch zum Zytoplasma. Er gehört nicht zum Zytosol, aber zum Zytoplasma. Das Zytoplasma ist nicht alles außerhalb des Kerns. Genau. Weil es andere Quellen gibt, die das sagen? Ich habe das so gelernt. Ich wusste, dass das Zytoplasma alles außerhalb des Kerns ist. Okay, alles klar. Also ich kann es gerne auch nochmal nachschauen. Es gab jetzt hier die Zwischenmeldung, dass es in manchen Quellen wohl auch so steht, dass der Kern sozusagen außerhalb vom Zytoplasma existiert.
aber ich kann es gerne nochmal nachschauen. Gut. So viel dazu. Wir machen auch direkt weiter mit dem Zellkern. Aufschlau Nukleus. Auch immer wieder die Fragen zwischendurch, wie sehr muss man die Fachbegriffe können. Alles, was so auf zellulärem Niveau stattfindet, würde ich euch empfehlen, das von Anfang an durchaus zu lernen, weil es sowieso recht wenig Begriffe gibt, die nicht irgendwie so ein bisschen wissenschaftlich klingen. Es gibt nichts Einfaches für endoplasmatisches Reticulum zum Beispiel. Später bei den ganzen Organen und sowas, da muss man nicht unbedingt alles immer auf Latein können. Das wird in manchen Lernunterlagen ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Aber hier sollte man sich durchaus schon mal merken, wie es auf schlau heißt. Auf der einen Seite haben wir hier das Karyoplasma. Das ist sozusagen, könnte man sagen, das Zytoplasma des Zellkerns, weil es sich eben speziell zusammensetzt, wird da nochmal ein bisschen unterschieden. Und ich habe jetzt hingeschrieben, Chromosom in Klammern Chromatin. Weil es ja so ist, wie ihr vielleicht auch schon gelernt habt, dass diese typische Chromosomform, die man immer findet, wenn man das irgendwie googelt oder wenn man in ein Buch guckt, eigentlich ein besonderer Zustand ist. So sieht das Chromatin normalerweise nicht aus, sondern nur, wenn sich die Zelle teilt. Und wenn sich der Zellkern teilt und die DNA eben verdoppelt werden, dann kondensiert das Ganze, damit es sich teilen kann. In jedem anderen Zustand, sozusagen 99% der Zeit, sieht das Ganze eben als diese Chromatinfäden vor. Dann finden wir außerdem den Nukleolus im Inneren. Deswegen auch mal ganz wichtig, die Begriffe zu können, ist eben nicht das gleiche wie Nukleus, sondern Nukleolus ist die lateinische Verniedlichungsform, also man könnte sagen, das Kernchen oder eben auf Deutsch auch Kernkörperchen, besteht komplett aus RNA oder sagen wir größtenteils aus RNA, ein Teil ist auch DNA, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist nur, der Nukleolus synthetisiert eben die Ribosomen, die ja auch eine wichtige Rolle bei der Transkription und Translation später spielen. Dann ganz wichtig, die Kernhülle besitzt eben eine Doppelmembran. Wisst ihr noch andere? Ja, das ist eine Frage. Und? Ja. Genau, das ist eine extrem gute Frage. Die Kollegin fragt vollkommen zu Recht. Die Kernkörperchen bestehen aus RNA. Und jetzt ist es so, dass ich den Zellkern ja brauche, um aus der DNA RNA abzulesen. Und damit baue ich mir am Ende ein Protein. Das heißt, ich habe sozusagen irgendwie einen Grundbaustein, damit ich mir andere Grundbausteine bauen kann. Das hat damals im ersten Semester auch ein Kollege gefragt. Und die Antwort ist einfach, dass man das auch nicht genau weiß, wie das Ganze in der Natur sozusagen entstanden ist. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage, aber man sieht eben, wie alles dann nach und nach auseinander entstanden ist. Also es gibt eben RNA, die im Zellkern existiert, um sozusagen den Ablesevorgang der DNA zu ermöglichen. Aber die Frage ist sehr gut. Genau, jetzt waren wir bei der Doppelmembran. Kennt ihr noch andere Zellorganellen, die eine Doppelmembran haben? Mitochondrien, genau. Plastide, genau. Die gibt es wiederum nur bei den pflanzlichen Zellen, aber werden trotzdem immer mal wieder ganz gerne gefragt, eben weil es nicht allzu viele Doppelmembranorganellen gibt. Gut. Dann ganz wichtig, dadurch, dass wir eben diese Doppelmembran haben, gibt es natürlich eine innere und eine äußere. Und die äußere geht in das endoplasmatische Retikulum über und ist eben von den Ribosomen besetzt. Und wenn wir gleich über das endoplasmatische Retikulum reden, die Unterscheidung in raues und glattes endoplasmatisches Retikulum ist ja auch durch die Ribosomen mitbestimmt. Das heißt, darauf gehen wir gleich noch ein. Was es auch noch gibt, sind die Kernporen. Und das ist ganz wichtig, das sind nicht einfach nur irgendwelche Löcher, die sozusagen in der Zellhülle, in der Kernmembran sozusagen drin sind, sondern das sind regulatorische Einheiten. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie Speichen, die kreisrund angeordnet sind und sozusagen in den Zellkern hineinragen. Und alles, was eine gewisse Größe, ich glaube es sind irgendwie 60.000 Dalton bzw. 60 Kilodalton aufweist, kommt durch diese Poren gar nicht erst durch. Hat einfach den Sinn, dass der Kern sich natürlich schützen möchte. Wenn irgendwelche Giftstoffe in die Zelle gelangen, dann ist das schon schlecht genug für die Zelle, aber wenn irgendwie unsere Erbinformation geschädigt wird, weil die Giftstoffe da eindringen, dann ist die Zelle im Prinzip schon so weit geschädigt, dass es nicht weitergeht. Und dementsprechend müssen wir da regulieren. Außerdem wollen wir natürlich auch, dass nur das in den Zellkern gelangt, was wir unbedingt brauchen. Das heißt, alles, was irgendwie dorthin kommt, zum Beispiel wenn ein Giftstoff irgendwie an einen Rezeptor bindet, meiner Meinung nach, dann kann dieser Rezeptor dissoziieren.
Und der kann dann zum Beispiel durch Regulationsmaßnahmen durch die Kernporen eindringen in den Kern und kann dort eben irgendetwas triggern, was dafür sorgt, dass diese Giftstoffe zum Beispiel abgebaut werden. Das heißt zum Beispiel, irgendein Enzym wird jetzt transkriptiert und translatiert, das normalerweise gar nicht vorkommt, weil die Zelle es eben nicht braucht, aber dadurch, dass der Giftstoff da ist, brauchen wir das jetzt. Und durch diesen Vorgang können wir eben gewisse regulatorische Maßnahmen ergreifen, ohne dass aber der Giftstoff selbst zum Beispiel in die Zelle, in den Zellkern gelangt. Ist das soweit verständlich? Ansonsten immer Zwischenfragen stellen. Okay. Gut. Jetzt hatten wir schon die Mitochondrien. Das ist ungefähr so das Zellorganell, was jeder kennt. Weil ich glaube, in der Oberstufe haben wir es alle schon mal gehört. Wir lernen wenig, aber das lernen wir. Mitochondria ist das Kraftwerk der Zelle. Gut. Warum ist es das Kraftwerk der Zelle? Weil die Mitochondrien ATP synthetisieren. Nicht alles an ATP wird von den Mitochondrien gebaut. Memes sind toll, ich weiß, ja, ganz toll. Aber eben der Großteil. Deswegen eben diese Kraftwerkfunktion. Und wie ihr auch schon gesagt habt, richtig, wir haben auch hier wieder eine Doppelmembran. Hier auch ganz wichtig, die Mitochondrien sind eben ein Indiz dafür, dass es eben diese Endosymbionten-Situation gab. Die Endosymbionten-Theorie besagt ja, dass eben vor Urzeiten irgendwann mal eine große Zelle, eine kleine, in sich aufgenommen hat. Und anstatt diese Zelle aber einfach zu verdauen und sozusagen zu verstoffwechseln, haben die ganzen sich in Symbiose zusammengelagert. Soll heißen, die große Zelle hat gesagt, dieses kleine Ding, was ich jetzt gerade aufgenommen habe, das baut diesen Stoff, dieses ATP, was ich eigentlich gut gebrauchen kann. Also fresse ich die jetzt einfach mal nicht auf, sondern lass die weitermachen. Und die kleine, der kleine Bestandteil hat gesagt, okay, ich bin jetzt hier in dieser großen Zelle drin, das heißt, ich habe wieder eine Membran mehr um mich herum, bin geschützt vor Fressfeinden. Also lassen wir das Ganze einfach mal zu. Und so hat sich eben über die Jahr, Millionen hinweg dieses System erhalten. Ist nur eine Theorie natürlich, aber das Ganze ist inzwischen in der Wissenschaft weitgehend anerkannt. Auch hier, wie gesagt, eine Doppelmembran. Die Außenmembran hat wieder Poren, damit die Stoffe, die wir brauchen, auch ins Mitochondrium überhaupt gelangen können. Auf der Innenmembran findet sich die sogenannte ATP-Synthase. Das ist im Prinzip wieder ein Membranprotein, das in der inneren Membran sitzt und durch besondere Vorgänge, die ihr dann im Block 3 in Biochemie ganz en Detail lernen werdet, eben ATP synthetisieren kann. Ist extrem interessant, ist auch extrem spannend meiner Meinung nach, obwohl ich nicht der größte Biochemie-Fan vor dem Studium war. Ja, dazwischen eben der Membranzwischenraum und davon abzugrenzen die Matrix, die sozusagen hinter der zweiten Membran liegt. Der Membranzwischenraum hat viele H+-Ionen, also Protonen. Warum sind da so viele? Ganz einfach, weil wir die brauchen, um eben die ATP-Synthase anzuregen, damit sie uns überhaupt ATP bauen kann. Wenn dieser Gradient zusammenbricht, kann das Mitochondrium kein ATP mehr generieren und macht sozusagen nicht mehr das, wofür wir es brauchen. Gut, jetzt ist hier, glaube ich, leider ein bisschen das Bild abgeschnitten durch die Formation, aber sollte trotzdem gehen. Man sieht jetzt auch hier schon relativ gut, der Innenteil hat viele Einstülpungen, sogenannte Cristae auf schlau wieder, hat einfach so ähnlich wie unser Dünndarm auch den Sinn, dass wir mehr Fläche auf weniger Fläche bekommen können. Wenn wir den Dünndarm komplett ausbreiten würden, wäre der ja auch Meter lang und ich bin aber nur nicht mal 2 Meter groß, also wie kriege ich das Ganze hin, indem ich das Ganze eben falte und kompakter mache. Und im Prinzip ist es genauso hier so, ich habe wieder eine Oberflächenvergrößerung. Und überall an dieser inneren Membran sitzt eben diese ATP-Synthase und kann mir ATP herstellen. So, das ist jetzt eine Aussage, die seit letztem Jahr so nicht mehr so ganz stimmt. Mitochondrien werden nur von der Mutter vererbt. Da hatte man auch vorher immer schon so einzelne Fälle gefunden, wo der Vater durch Erkrankungen, die in seinen Mitochondrien vorkommen, die irgendwie auf seine Kinder vererbt hat, wo man immer gesagt hat, das kann ja irgendwie gar nicht sein, wenn die Mutter die vererbt. Und jetzt, letztes Jahr, ist eine Studie rausgekommen, die zeigt, dass das wohl auch wesentlich öfter vorkommt, als man bis jetzt angenommen hat, dass auch der Vater seine Mitochondrien weiter vererben kann. Man weiß gar nicht genau, wie das so sein kann, ja, sofort, weil eigentlich die Mitochondrien beim Spermium relativ weit hinten sitzen im Schwanzteil und wir gehen nachher noch auf Befruchtung und all das ein. Wenn die Eizelle mit dem Spermium
verschmilzt, dann kommt eigentlich nur der Kopfteil in die Eizelle. Deswegen stand man da auch lange Zeit vor einem Rätsel, wie geht das überhaupt, wenn die Mitochondrien vom Vater eigentlich sozusagen gar nicht diesen Sprung bis zur Einnistung schaffen. Und da wird auch immer noch weiter geforscht. Ist für den MetaT meiner Meinung nach auch nicht so relevant, weil sie euch sicher nicht die aktuellsten medizinischen Forschungsfragen hier präsentieren werden. Geht einfach nur darum, dass in der Medizin eben auch Dinge, die schon seit Jahrzehnten eigentlich in Stein gemeißelt sind, immer noch hinterfragt werden müssen. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr spannend finde, was man immer im Hinterkopf behalten sollte. Du hattest eine Frage? Ja, also die Kollegin fragt, was mache ich bei MetaT, wenn das gefragt wird? Also ich bin mir, wie gesagt, sehr sicher, dass Option 1 so eine Frage gar nicht kommt, weil sie eben von Anfang an sagen, da ist jetzt momentan viel im Umbruch, deswegen fragen wir es nicht. Ansonsten würde ich hingehen und das so machen, wie es momentan in der kompletten Literatur steht. Und die Literatur sagt uns mal momentan, wird maternal vererbt, dann mach es auch. Ansonsten kann man aber auch immer hingehen und so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip arbeiten. Ich sehe dich gleich. Das heißt, ich gucke mir andere Antwortmöglichkeiten an und wenn ich alle anderen Antwortmöglichkeiten eh ausschließen kann, wenn da sowas steht wie Mitochondrien haben eine Doppelmembran, ja, die wird stimmen, die streiche ich jetzt schon mal, wenn die Fragestellung ist, welche Aussage ist falsch zum Beispiel, dann würde ich so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip vorgehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es an so etwas, wie gesagt, nicht scheitert. Ja. Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Synthese und Synthase? Die Synthese ist im Prinzip der Vorgang, das Herstellen von etwas und die Synthase ist das Ding, das herstellt. Also die ATP-Synthase ist ein Membranprotein, das eben in der inneren Membran sitzt und das ATP synthetisiert sozusagen. Okay. Nein, das Produkt nicht. Das Produkt ist das ATP und die ATP-Synthase ist das, was das Produkt herstellt. Okay? Ja. Also Synthese ist der Vorgang, die Synthase ist das, was herstellt. Und das, was am Ende rauskommt, ist das ATP. Und wenn wir jetzt eh schon darüber sprechen, ATP brauchen wir für alles im Körper. Das ist der Energielieferant, das hat nichts nur damit zu tun, dass wir aufrecht gehen, dass wir Muskelarbeit leisten, dass wir rennen können, sondern wirklich alles, die banalsten Dinge. Es geht darum, dass irgendwelche Pumpen im Körper in jeder einzelnen Zelle, von der wir ja Millionen haben, die brauchen ATP, damit sie funktionieren können. Also wenn die Mitochondrien nicht mehr funktionieren, dann ist Leben nicht möglich. Okay. Endoplasmatisches Reticulum, wir haben es eh schon angesprochen. Die äußere Membran geht eben, wie gesagt, also die äußere Membran des Zellkerns geht direkt in das endoplasmatische Reticulum über. Und dementsprechend können wir das Ganze eben differenzieren in das raue und das glatte endoplasmatische Reticulum. Rau deshalb, weil Ribosomen an der Membran kleben, was man auch lichtmikroskopisch sehen kann. Und das Ganze sieht dann eben etwas aufgeraut aus im Vergleich zum glatten Anteil. Die beiden Anteile haben auch unterschiedliche Funktionen. Wer macht was? Man sagt, das Raue macht ein bisschen mehr Proteinbiosynthese. Membranproduktion machen beide, aber im unterschiedlichen Ausmaß. Vor allem das Glatte, da steht schon so ein bisschen mit drin, Hormonsynthese. Gerade die Sexualhormone, die Steroidhormone sind beim Glatten sehr wichtig. Und unsere Zellmembran, da sind wir gerade noch nicht drauf eingegangen, aber wir haben ja mehr als die Phospholipide drin. Wir haben ja zum Beispiel auch immer wieder Cholesterin eingebaut. Und Cholesterin ist letzten Endes auch auf einem Steroidgerüst basierend. Und das ist zum Beispiel etwas, was das glatte endoplasmatische Reticulum auch macht. Dann ganz wichtig, Kohlenhydratstoffwechsel und Entgiftung. Das ist vor allen Dingen in einem Organ im Körper relativ stark ausgeprägt. In welchem? Leber, genau. Das heißt, nach einem anstrengenden Wochenende muss das endoplasmatische Reticulum auch ein bisschen Arbeit verrichten. Und da geht es vor allem darum, so als kleiner Funfact wieder, wie genau macht es das? Wir haben ja eigentlich überall Glucose im Körper gespeichert, und zwar als Glykogen. Und wenn der Körper sagt, okay, ich brauche jetzt dringend Energie, habe jetzt aber keine Glucose gerade zur Hand, weil jetzt schon ein paar Stunden nichts gegessen wurde, das heißt, ich gehe jetzt in meine Glykogenspeicher, dann geht er hin und baut diese Glykogenspeicher ab. Wenn ich das mache, habe ich dann zwei Moleküle, Glucose-6-Phosphat nennt sich das.
Das Problem ist aber, dass alles, wo Phosphat dran hängt, die Zelle wahnsinnig schwierig verlassen kann. Das heißt, das Ganze muss zum Beispiel noch einmal durch endoplasmatische Retikulum geschickt werden, damit das Phosphat wieder abgespalten wird und dann kann die Glucose aus der Zelle raus ins Blut und die Organe versorgen. Und bei der Entgiftung wirkt es im Prinzip genauso, dass eben die Stoffe, die giftig sind, modifiziert werden. Es werden Teile abgespalten, es werden Teile drangehängt, damit sie eben nicht mehr giftig sind. Bitte. Okay. Die Frage ist nach dem sarkoplasmatischen Retikulum. Das ist im Prinzip relativ einfach. Sarkoplasmatisch ist eigentlich immer nur das endoplasmatische Retikulum von Muskelzellen. Das heißt einfach so, das ist ein Begriff Sarkolem, dass die Aufbau von Muskelzellen sozusagen ein bisschen spezifiziert und deswegen ist es eben auch ein spezielles sarkoplasmatisches Retikulum in diesem Fall. Und im Zusammenhang mit Muskelzellen ganz wichtig Calciumspeicher. Man könnte sich ja jetzt fragen, warum ausgerechnet Calcium? Es gibt ja so viele Ionen im Körper, warum muss ich ausgerechnet das Calcium speichern? Hat es damit zu tun, dass es so wichtig ist für die Zelle, damit es nicht verloren geht? Ja, auch. Aber besonders wichtig ist es deswegen, weil Calcium eine ganz wichtige Rolle spielt bei der Muskelkontraktion. Das heißt, wenn ein Muskel kontrahieren soll, dann brauche ich Calcium, das ausgeschossen wird, damit das Ganze funktionieren kann. Wenn der Muskel aber gerade nicht kontrahiert, was ja eher so der Fall ist, 99% der Zeit, dann muss das Calcium ja irgendwo hin, damit es eben nicht diese Kontraktion bewirkt. Und dafür ist das endoplasmatische Retikulum da. Dort kann das Calcium in der Zwischenzeit reingespeichert werden. Okay. Ja, schnürt Vesikel ab und schickt diese zum Golgi-Apparat. Darauf gehen wir dann auch noch ein. Der ganze vesikuläre Transport ist eh auch extrem wichtig, kommt auch nochmal in Biochemie sehr viel vor. Beim endoplasmatischen Retikulum ist es relativ einfach, weil so ziemlich alles zum Golgi-Apparat weitergeschickt wird. Der Golgi-Apparat kann verschieden schicken, das endoplasmatische Retikulum schickt eher immer so in eine Richtung. Gibt natürlich immer Ausnahmen, aber für Meta-T reicht es sozusagen auf diesem Niveau zu bleiben. So, Golgi-Apparat, benannt nach einem Herrn Golgi, ein italienischer Arzt, der das Ganze entdeckt hat. Es gibt auch noch Golgi-Färbemethode, es gibt Golgi-Zellen im Gehirn und alles Mögliche, die er dann eben dementsprechend nach sich benannt hat. Was ist der Golgi-Apparat? Sieht auch so ähnlich aus wie das endoplasmatische Retikulum. Es gibt aber nur einen Teil und es ist eben diese Ansammlung von Zisternen. Und wir reden von zwei Seiten. Die eine Seite, Cis-Seite, die dem Zellkern zugewandt ist, kann man sich vielleicht so ein bisschen merken, Kern, wenn man es mit C schreiben würde, oder Core eben im Englischen, und die Trans-Seite, die dem Zellkern abgeneigt ist. So, jetzt haben wir geschrieben, die Poststation-Funktion. Warum ist das so? Weil der Golgi-Apparat sozusagen alles, was vom Zellkern rausgeschmissen wird, an Informationen, was dann eben transkriptiert und translatiert wird und verarbeitet wird und dann durch das endoplasmatische Retikulum weiter verarbeitet wird, modifiziert wird, teilweise auch vom Golgi-Apparat noch weiter modifiziert wird, wird dann irgendwo hingeschickt. Es ist ja nicht so, dass alles, was wir sozusagen immer an Enzymen herstellen, sofort gebraucht wird. In der Akutsituation, die wir gerade hatten, irgendwie ein Giftstoff dringt in die Zelle ein, da schon, da würden wir es schon brauchen, aber es werden auch immer wieder Sachen hergestellt, die sozusagen darauf warten, dass sie gebraucht werden. Zum Beispiel irgendwelche Neurotransmitter werden in Vesikel verpackt und die warten dann eben darauf, dass sie irgendwann gebraucht werden. Und dann ist es eben unglaublich wichtig, dass das Ganze auch koordiniert abläuft. Deswegen werden nicht nur Vesikel gebildet, sondern auch gespeichert. Und das hatten wir eh schon gesagt, eben, dass die Membranbausteine auch noch, nachdem sie fertig translatiert wurden, noch modifiziert werden können. So. Zytoskelett. Ja, machen wir das ruhig. Zytoskelett, wichtig. Also wie gesagt, wir überfliegen das Ganze jetzt eher etwas kurz. Es gibt natürlich viele Dinge, die man sich dazu noch angucken kann, die man sich auch angucken sollte und auch etwas tiefer anschaut. Das Ganze hat nur den Hintergrund, dass wir uns natürlich immer bei den Repetitorien überlegen müssen, was wollen wir euch zeigen. Wir wollen euch nicht das gleiche wie im Vorjahr zeigen und wir wollen euch eben auch nicht all das zeigen, was ihr sowieso in einem Buch auswendig lernen sollt, sondern wir wollen so ein bisschen mehr auf Verständnis gehen.
dass ihr sozusagen einen groben Überblick habt und eben, dass solche Fragen geklärt werden, wie es gibt jetzt neue Sachen bei Mitochondrien, muss ich das jetzt lernen oder ist das egal und wie sieht das aus? Das heißt, wir schauen uns sozusagen alle Organellen einmal oberflächlich an. Allgemein das Zytoskelett ist eben wichtig, damit die Zelle überhaupt Struktur und Stabilität hat. Würde das nicht geben, wäre es eben eine labbrige Zellmembran mit ein bisschen Inhalt drin. Das Zytoskelett stabilisiert mir das Ganze. Und hier unterscheide ich eben in drei verschiedene Anteile. Mikrotubuli, Intermediärfilamente und die Mikrofilamente oder auch Aktinfilamente genannt. Und da lohnt es sich auch durchaus, sich das ein bisschen zu merken. Was ist das Größte, was ist das Kleinste? Und Mikrofilamente und Aktinfilamente sind zwei Namen für das gleiche Ding. Da gibt es unglaublich viele Fragen, die an sich gar nicht schwierig sind, aber man unterschätzt das so ein bisschen bei Meta-T, wenn man dann in dieser Testsituation ist und ein bisschen unter Adrenalin steht, dann fängt man auf einmal an, so wieder Sachen in Frage zu stellen, wo man sich beim Lernen immer ganz einfach getan hat. Deswegen hier ruhig nochmal in Erinnerung rufen, was was ist. Die Mikrotubuli sind die größten Zytoskelettanteile, haben einen Durchmesser von 23 Nanometer und die Aktinfilamente oder eben auch Mikrofilamente, steckt schon im Namen, dass die sehr klein sind, eben 6 Nanometer Durchmesser. Und die Intermediärfilamente, da kann man sich auch ganz gut vom Namen ableiten, dass die eben intermediär, also irgendwo zwischen diesen ganz großen und kleinen Filamenten sind. Die haben alle relativ ähnliche Funktionen, aber im Detail unterscheiden sie sich. Die Mikrotubuli sind ein bisschen wichtiger für den intrazellulären Transport. Das heißt, wenn ich irgendwelche Vesikel zum Beispiel habe, die werden sozusagen nicht vom Golgi-Apparat einfach abgeschossen und mit ein bisschen Glück landen sie am Ende an der Membranseite, wo sie hingehören, sondern die können eben an diesem Mikrotubuli entlang gleiten und werden dort sozusagen in diesem Netzwerk dorthin geschickt, wo sie hin sollen. Die Intermediärfilamente werden aus kleineren Einheiten zusammengesetzt. Es sind immer Monomere, die sich zu einem Dimer zusammensetzen und mehrere Dimere können sich dann wieder zu Tetrameren zusammensetzen. Und die Mikrofilamente sind ein bisschen wichtiger für alles, was so mit Bewegung der Zelle zu tun hat, was mit der Struktur zu tun hat, dass das Ganze, dass die Zelle eben nicht allzu starr ist, sondern sich auch bewegen kann. So, jetzt sind wir schon beim ersten Punkt, der dieses Jahr neu dazugekommen ist. Allgemeine Zellcharakteristika. Wir haben da sehr viele E-Mails bekommen. Was genau muss ich da jetzt lernen? Was wollen die von mir? Und es ist natürlich auch so, dass wir von der ÖH auch mit dem Meta-T an sich nichts zu tun haben. Das heißt, wir haben keine Insider-Informationen. Wir haben niemanden, der uns sagt, sagt den Leuten mal, dass sie jetzt das und das lernen sollen. Sondern wir können euch nur das sagen, wovon wir ausgehen, was hier wichtig ist. Und meiner Meinung nach sind diese beiden neuen Punkte, Zellcharakteristika und Zellarten, eigentlich Dinge, die auch vorher bei Meta-T schon abgefragt wurden. Sie wurden nur nicht unter diesem Überbegriff zusammengefasst. Wenn man sich jetzt eben überlegt, was macht eine Zelle zu Zelle, also was ist charakteristisch für eine Zelle, dann sagt man immer, die Zelle ist die kleinste eigenständige Funktionseinheit. Das heißt, ich kann ja ganz oben anfangen und sage, das hier ist jetzt mein Körper und werde kleiner und sage, das ist jetzt ein Organsystem, zum Beispiel meinetwegen das Herz-Kreislauf-System, wo Herz und Blutgefäße und das Blut selbst zusammenhängen. Und dann werde ich wieder kleiner und sage, das ist jetzt das Herz. Und ich werde immer kleiner und bin irgendwann eben auf dem Level, das ist jetzt eine Herzzelle. Und kleine eigenständige Funktionseinheit deswegen, weil diese einzelne Zelle ihren eigenen Zellhaushalt hat sozusagen. Die Zelle ist, wenn ich sie auf einen Nährboden setze und ihr einfach mal alles zur Verfügung stelle, was sie braucht, aber ansonsten komplett allein in Ruhe lasse, dann ist diese Zelle erstmal in der Lage zu überleben. Das heißt, die Zelle, die kann ihre Proteinbiosynthese machen, die kann wachsen, kann sich teilen. Und das ist alles, was sie braucht. Natürlich ist es so, dass alle Organsysteme im Körper zusammenarbeiten und dass die Leber langfristig nicht überleben kann, wenn die Niere nicht die reinigende Funktion macht, wenn das Herz nicht da ist, um die Leber zu versorgen. Aber generell, wenn wir uns das vorstellen, dass eine einzelne Zelle da ist, dann kann diese Zelle erstmal überleben. Und das ist das, was eben diese eigenständige Funktionseinheit sagt. Dadurch, dass wir sagen, dass die Zelle lebt, heißt das auch, dass die Zelle diese Grundeigenschaften der Lebewesen, die, glaube ich, bei Chemie auf der Stichwortliste schon immer drauf standen, dass die eben auch erfüllt werden müssen. Fällt euch da was ein, was so zu den Grundeigenschaften gehört? Was macht das Leben sozusagen zum Leben? Eigener Stoffwechsel, genau, sehr wichtig. Und was erfüllt das mit dem Stoffwechsel nicht und deswegen ist es kein Lebewesen? Viren.
Genau. Man spricht immer davon, auch gerne im Alltag, dass man Viren abtöten möchte, ist aber natürlich nicht so ganz richtig, weil die Viren eben diesen Punkt des Stoffwechsels nicht erfüllen. Die brauchen ihren Wirt, damit sie all das machen können, was wir eben in unseren Zellen machen können. Das heißt, Proteinbiosynthese und all so etwas betreiben. Das können sie allein nicht, dementsprechend kein Lebewesen per Definition. Genau, wir haben gesagt, Stoffwechsel, was gibt es noch so? Bitte? Motilität oder eben Bewegungsfähigkeit, ja. Reizbarkeit, sehr gut. Reproduktion, Zellen teilen sich, haben wir jetzt schon öfters gesagt, ja. Und Entwicklung, ja, geht auch so ein bisschen in die Richtung Teilungsfähigkeit, Zelle kann sich weiterentwickeln, ja. Genau. Fortpflanzung, Wachstum, Bewegung, Reizbarkeit und Stoffwechsel. Das sind alles Dinge, die unsere Zellen erfüllen können. Ist von Zellart zu Zellart aber ein bisschen unterschiedlich. Bei einem Erwachsenen, die Nervenzellen zum Beispiel, teilen sich so gut wie gar nicht mehr eigentlich. Und es gibt auch Zellen im Körper, die sind gar nicht dazu in der Lage, großartig noch zu wachsen und Proteinbiosynthese zu machen. Zum Beispiel fallen mir da ein die Thrombozyten, das heißt unsere Blutplättchen, denn die haben keinen Zellkern. Dementsprechend können sie auch nicht großartig irgendwie selbst noch was synthetisieren. Aber es sind eben allgemeine Bezeichnungen, was auf eine Zelle zutrifft. Dann, was die Zelle noch charakteristisch macht, ist eben der Aufbau der Organellen, die wir gerade schon durchgesprochen haben. Und im Prinzip geht es jetzt schon direkt weiter mit den Organellen. Deswegen noch kurz zu diesem Thema. Meiner Meinung nach ist es, wie gesagt, nichts, was man nicht auch schon vorher, bevor dieser Punkt auf dieser Liste gestanden ist, auch schon gelernt hätte. Also ich würde da nicht zu viel reininterpretieren, gerade in diesen Zellcharakteristika-Punkt, wo es ein bisschen mehr Interpretationsarten gab, war eben bei Zellarten, weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man das Ganze jetzt auffassen kann. Auf der einen Seite haben wir eben die einzelligen Wesen und die mehrzelligen, das heißt Prokaryoten, Eukaryoten. Die eukaryotischen Zellen haben wir jetzt schon ziemlich gut besprochen, weil wir natürlich auch tierische Zellen haben. Ja? Ja? Die Homöostase, du meinst, dass man eben dieses Milieu aufrechterhalten kann? Ich würde sagen, jein, weil die Zelle die Homöostase zwar braucht und auch daran beteiligt ist, bis zu einem gewissen Grad, dass sie aufrechterhalten werden kann. Aber wenn ich mir jetzt wieder vorstelle, ich habe irgendwie ein Nährmedium, wo ich eine Zelle draufsetze und die Homöostase durch irgendwas störe, dann geht meine Zelle zwar zugrunde, aber sie ist deswegen per se nicht weniger Zelle. Also ich würde das nicht als eine Grundeigenschaft der Zelle beschreiben, sondern eher als etwas, was die Zelle braucht und woran sie auch beteiligt ist, aber nicht als eine Grundeigenschaft. Weiß nicht, wie du das siehst. Willst du mit mir sprechen? Man kann es so und so sehen. Also Homöostase im Prinzip, dass das Ganze in einem Gleichgewicht ist, dass ich immer diesen Grundzustand habe, etwas schwierig zu beantworten. Wird aber, wenn wir uns mal kurz nochmal anschauen, was wir draufgeschrieben haben. Stoffwechsel, ich habe auch überlegt, man könnte es zu Stoffwechsel zählen, dass die Zelle eben in der Lage ist, wenn jetzt zu viel, ich weiß es nicht, Natrium einfach in der Zelle ist, dass die Zelle ihre Möglichkeiten hat, das Natrium auch wieder rauszuschmeißen, damit sie leben kann. Und wenn dieser Stoffwechsel aber eben gestört ist, dass die Zelle nicht mehr hinterherkommt, dann geht sie ein. Also ich würde es als einen Unterpunkt der anderen Punkte sehen. Okay. Das heißt, tierische, pflanzliche und Pilzzellen auf der einen Seite als Eukaryoten, auf der anderen Seite zum Beispiel die Bakterien, die einen etwas anderen Aufbau haben. Im Prinzip ist es so, dass die Prokaryoten im Prinzip einen etwas einfacheren Aufbau haben, was auch wieder für diese Endosymbiontentheorie spricht. Dass eben am Anfang eigentlich alles Prokaryoten waren, extrem simpler Aufbau, die haben sich gegenseitig gefressen, um zu überleben. Einige haben sich dann eben, ob zufällig oder bewusst, dazu entschieden, eben das, was sie fressen, nicht komplett abzubauen. Und so sind dann eben die Eukaryoten entstanden, die mehrere Zellorganellen in sich getragen haben und die dann eben über die Millionen von Jahren hinweg sich zu großen Zellverbunden zusammengelegt haben, bis irgendwann dann eben so etwas Ähnliches wie ein Gewebe entstehen konnte und letzten Endes dann eben auch ein Körper. Wir haben jetzt hier eine Tabelle, die ihr auch auf den
unseren neuen Skripten finden könnt. Einfach nur als oberflächlicher Vergleich einmal. Die Vertreter sind wir gerade schon durchgegangen. Eukaryoten können auch als Einzeller vorkommen natürlich, aber alle Mehrzeller sind definitiv Eukaryoten. Prokaryoten müssen immer Einzeller sein. Und vor allen Dingen nur die Eukaryoten haben einen Zellkern. Bei den Prokaryoten sieht es eher so aus, dass die DNA eben als ein großes Molekül im Zytoplasma rumschwimmt. Teilweise kann es auch noch kleinere Bruchstücke von DNA geben, die losgelöst sind. Die nennt man dann Plasmide. Das Ganze hat natürlich immer Vorteile und Nachteile. Auf der einen Seite kann man sagen, dadurch, dass wir den Zellkern haben, ist unsere DNA natürlich geschützter. Auf der anderen Seite ist es aber auch um einiges aufwendiger, wenn wir etwas ablesen wollen. Wenn ein Bakterium etwas ablesen möchte, dann kann es sozusagen sofort Transkription starten. Wir müssen erst ein Signal an den Zellkern senden. Der Zellkern muss das Ganze erst einmal mit den Chromosomen, die sozusagen das Ganze freilegen müssen, und dann muss das Ganze transkriptiert, translatiert werden. Dauert natürlich länger. Das heißt, wir sind etwas weniger flexibel. Aber da wir uns relativ gut durchgesetzt haben in der Evolution, spricht eines dafür, dass das auf lange Sicht eben das etwas bewährtere Modell ist. Zellgröße, ja, in der Regel sind die Eukaryoten etwas größer. Es gibt Ausnahmen, es gibt auch kleine Eukaryoten, zum Beispiel 10 Mikrometer und demgegenüber etwas größere Prokaryoten. Aber im Schnitt kann man eben sagen, sind die Prokaryoten kleiner. Zellmembran haben beide und Zellwand im Unterschied dazu kommt nur bei den Eukaryoten bei den Pflanzen vor. Wir und alle anderen Tiere besitzen keine Zellwand. Auch da lohnt es sich immer bei Metathese ein bisschen aufzupassen, was da genau steht. Manchmal beliest man gerne solche kleinen Details und dann wird was ganz anderes gefragt, als man denkt. Also wenn irgendwelche Fragen zu Zellwänden auftauchen, will ich immer mir genau durchlesen, was die da von einem wollen. Das ist so gerne mal eine Fangfrage. Eine Zellwand haben wir jetzt auch neu eingefügt bei den Skripten, wenn du es nochmal im Detail lesen möchtest, aber die Zellwand ist um einiges stabiler als die Membran. Die Membran hat zwar auch irgendwo eine Stabilitätsfunktion natürlich für die Zelle, aber kann das nur bis zu einem gewissen Grad machen, weil sie ja dynamisch ist und auch dynamisch sein muss. Das heißt, die Zelle, die will sich ja auch bewegen, es müssen Dinge rein, es müssen Dinge raus. Bei den pflanzlichen Zellen ist das ein ganz gutes Beispiel. Die haben die Fähigkeit, dass sie ganz, ganz große Mengen an Wasser aufnehmen können. Was sie auch müssen, damit die Pflanze eben nicht sofort eingeht, wenn mal Wasserknappheit herrscht. Und die Pflanze kann das eben speichern. Das Problem ist aber nur dabei, dass der Druck innerhalb der Zelle unglaublich groß wird. Und wenn ich nur eine einfache Zellmembran habe, wo ich ein paar Phospholipide habe, sozusagen, die mir das Ganze bauen, dann ist dieser Druck irgendwann so groß, dass die Zelle einfach platzen würde. Und die Zellwand ist eben um einiges fester. Die kann das durchaus aushalten, wenn mal ein bisschen mehr Wasser drin ist. Irgendwo im Skript haben wir, glaube ich, auch Zahlen, also das wievielfache die pflanzliche Zelle in der Lage ist, an Wasser zu speichern. Und das ist so der Hauptgrund. Ja, die Frage ist, ob die gleich aufgebaut ist, ob es die gleichen Bestandteile sind. Es sind nicht genau die gleichen Bestandteile. Gerade bei den Pflanzen ist es noch ein bisschen anders. Da spielt dann Zellulose zum Beispiel mit rein. Also es ist etwas anders aufgebaut. Wie gesagt, wenn du bei uns in den Skripten reinguckst, hast du das Ganze auch nochmal on Detail erklärt, was wo drin ist. Ich habe es jetzt hier leider nicht mehr reingenommen aus Zeitgründen, aber dort kannst du es auf jeden Fall nachlesen. Also es ist das anders als die Zellmembran. Das ist wirklich Phospholipid, Phospholipid und ab und zu ist mal ein Membranprotein eingegliedert und die Zellwand ist ein kräftigeres Konstrukt. Schränkt die Pflanze aber natürlich auch in ihrer Bewegung ein. Gut. Ribosomen sind unterschiedlich, da gibt es ja die verschiedenen Untereinheiten. Was mich damals beim Lernen unglaublich verwirrt hat, war immer, ja, Entschuldigung? Also können die Zelle auch eine Zelle haben? Pilze, soweit ich das weiß, ist schon sehr lange her, dass ich mich mit Pilzen beschäftigt habe, haben die keine Zellwand, oder? Das müsste ich überlegen. Block 9. Stimmt. Das ist Zellwand? Mhm.
Okay. Ja, gut. Also ich müsste es tatsächlich nochmal nachschauen, aber Kollegin hier sagt, die sich ganz gut auskennt mit Antibiotika und allem, was so in Block 9 Pharma geprüft wird, geht auch in Richtung Zellwand, ähnelt ein bisschen mehr den Bakterien als den Pflanzen, also ist ein deutlicher Unterschied, aber hat Anteile von Zellwänden. Müsste ich aber tatsächlich nochmal nachschauen. Was ist der Baustein? Ergosterol, okay. Nicht Medatee-relevant, aber etwas, das ich eigentlich wissen müsste. Gut. Schön für mich. Hoffentlich guckt das Professor Freismuth nicht. Gut. Okay. Als nächstes, ja? Okay, die Frage ist, Zellmembran oder Zellwand, die haben beides. Die haben trotzdem die Zellmembran, weil die eben wichtige Dinge liefert, wie zum Beispiel diese ganzen Proteine, die dort eingegliedert sind und die eben auch so eine gewisse Fluidität ermöglicht. Die Zellwand ist dann sozusagen nochmal außen drumherum, dass eben noch zusätzlich geschützt ist, aber das eine schließt das andere nicht aus. Okay. Was ich gerade noch sagen wollte, bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, sind die Ribosomen. Da hat mich beim Lernen damals unglaublich verwirrt, dass es ja zwei Untereinheiten gibt. Und ich glaube, es ist irgendwie, die eine Untereinheit hat 50 Threadback, die andere 40. Und wenn man das Ganze zusammenzählt, komme ich trotzdem nur auf 80. Und beim 70er ist es ungefähr das Gleiche mit anderen Zahlen, die sich eigentlich zusammen addieren müssten. Aber es ist eben so, diese Zahlen sind nicht addierbar. Weil wofür steht dieses S? Das ist der sogenannte Sedimentationskoeffizient. Heißt im Prinzip nichts anderes als die Sedimentationsgeschwindigkeit heißt, wie schnell setzt sich etwas ab, wenn ich sozusagen in einem ruhenden Gefäß stelle. Und das hat natürlich mit Masse und Dichte von diesem Teilchen zu tun. Und wenn ich jetzt etwas habe, was aus zwei Untereinheiten aufgebaut ist, und das eine hat eben eine 70 Untereinheit meinetwegen und das andere eine 10, dann heißt das nicht, dass ich das zusammen addieren kann und sie brauchen zusammen 80. Weil nur weil ich das zusammensetze, ändert sich die Dichte dieses Teilchens nicht in so einem Maß, dass man es einfach zusammenzählen könnte. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, es ist nur etwas, was mich damals beim Lernen ein bisschen verwirrt hat, warum solche komischen Zahlen dabei rumkommen. Aber wen es interessiert, eben S sowohl für Sedimentation als auch für Swedberg, was eben die Einheit des Ganzen ist. Wir haben schon angesprochen, Pflanzenzellen und Tierzellen. Da sieht man sehr, sehr viele Überschneidungen. Nur ein paar Organellen sind anders und eben die Tiere haben keine Zellwand, was sich bei uns in der Evolution eben so durchgesetzt hat, was dazu geführt hat, dass wir um einiges mobiler sind. Umgekehrt dafür besitzen die Pflanzenzellen noch Chloroplasten und auch die Vakuolen. Die Vakuolen sind das Zellorganell, was in der Lage ist, große Mengen an Wasser zu speichern übrigens, was wir gerade schon mal angesprochen haben. Und deswegen brauchen sie eben auch die Zellwand, damit sie nicht platzen. Ja, eine Frage? Ja, stimmt. Fettvakuolen gibt es auch, aber es ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht eine Vakuole in dem Sinne, sondern etwas, was sich sozusagen durch Fetttröpfchen bildet, was man dann eben als Vakuole bezeichnet. Es ist aber nicht eins zu eins das gleiche wie in einer pflanzlichen Zelle. Das müsste ich nochmal nachschauen, aber ich habe das in Erinnerung, dass das durchaus was anderes ist. Genau. Und Chloroplasten, ganz wichtig für das, was die Pflanzen tun, was wir nicht können. Und zwar? Photosynthese, genau. Enthält eben den grünen Pflanzenfarbstoff, das Chlorophyll, was die Sonne in sich aufnimmt sozusagen und damit Zucker generieren kann. So. Das war jetzt so ein bisschen die eine Art, wie man das Ganze interpretieren kann. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, es gibt natürlich verschiedene Zellarten bei uns im Körper. Das ist was, das hatten wir auch jetzt seit etwas länger als einem Jahr, glaube ich, bei uns in den Skripten inkludiert. Die verschiedenen Arten von Epithelgewebe, Muskel, Nerven und Bindegewebe. Und um das noch einmal kurz zu wiederholen, dass wir dann wirklich alles abgegrast haben, was man zu Zellarten sagen kann. Fangen wir mit dem Epithelgewebe einmal an. Da gibt es sehr, sehr viele Begriffe, wenn man sich solche Themen einmal durchliest. Angefangen bei einschichtigem Epithel, kubischem Epithel, mehrreihig und mehrschichtig. Ganz viele komische Begriffe. Und wir wollen das einmal kurz durchgehen,
um die Verwirrung sozusagen zu limitieren. Ganz wichtig ist, dass das Epithel eben das ist, was alle Körperoberflächen austeilt. Und dazu gehört nicht nur die Haut, die ich sehen kann, sondern auch alles, was innen liegt. Also die Schleimhäute, die den Körper von innen auskleiden, alle Organe, die ein Epithel haben, all das werden eben durch Epithelzellen gebildet. Und je nachdem, was für Funktionen das Organ hat, brauche ich natürlich auch eine verschiedene Art von Epithel. Das einschichtige Epithel, man sieht es ja schon relativ gut, es ist sehr flach und dünn und das brauche ich zum Beispiel dort, wo ich viel Stoffaustausch brauche. Zum Beispiel eben in den Alveolen, das heißt in den Lungenbläschen, wo Sauerstoff und CO2 ständig ausgetauscht werden müssen. Da wäre es natürlich extrem kontraproduktiv, wenn ich hier so ein extrem dickes, mehrschichtiges Plattenepithel hätte. Das würde ewig dauern, bis der Sauerstoff da überhaupt durchgeht. Dementsprechend brauchen wir da etwas Dünnes. Das sind jetzt immer nur Beispiele. Zylinderepithel habe ich zum Beispiel im Darm. Ist dort deswegen wichtig, weil der Darm sowohl eine Funktion hat, das heißt, ich möchte Dinge resorbieren können, ähnlich, sage ich mal, wie auch in den Alveolen. Da ist es Sauerstoff, im Darm sind es die Nährstoffe, die kommen. Aber im Gegensatz zum Lungen ist der Darm natürlich einer extrem hohen Belastung ausgesetzt, weil der Speisebrei ja einmal komplett durchgeht. Ich habe die Peristaltik, das heißt die Eigenbewegung des Darmes. Das heißt, da brauche ich auch eine gewisse mechanische Beschaffenheit, dass das Ganze überhaupt funktioniert. Und da ist sozusagen der Mittelweg, für den sich die Natur entschieden hat, dass ich eben dieses Zylinderepithel bilde, dass sowohl die Resorption funktioniert, als auch das Ganze nicht so anfällig ist. Dann gibt es das mehrschichtige Epithel. Und da unterscheiden wir zwischen dem mehrschichtigen, unverhornten und dem verhornten Plattenepithel. Der Unterschied ist ganz einfach der, dass das Verhornte sozusagen in der obersten Schicht schon abgestorbene Zellen hat, die gar nicht mehr leben, sondern zellkernlose, abgestorbene Zellen sind, die verhärtet sind. Und das brauche ich zum Beispiel in der Haut. Unglaublich wichtig, hat natürlich wieder eine Schutzfunktion. Unverhornt wiederum habe ich zum Beispiel im Mund in der Schleimhaut, wo ich auch eine gewisse Barrierefunktion brauche, um das zu schützen, wo es aber nicht so optimal wäre, wenn das Ganze verhornt ist und wo ich sozusagen nichts mehr wahrnehmen kann. Weil ich zum Beispiel im Mund ja immer noch irgendwie merken muss, ob das, was ich aufnehme, irgendwie mir schaden könnte zum Beispiel. Oder wo das Ganze auch ein bisschen stärker durchblutet ist. Das hier als Unterschied nochmal zwischen verhornt und unverhornt. Jetzt der Unterschied zwischen mehrschichtig und mehrreihig. Was ist da genau der Unterschied? Und man sieht es hier bei diesem Bild, ich hoffe, man sieht es tatsächlich auch einigermaßen gut. Und hier beim mehrreihigen Epithel habe ich einige Zellen, die unten auf der Basallamina aufsetzen, aber gar nicht bis ganz nach oben gehen. Hier habe ich sozusagen wirklich verschiedene Schichten. Hier eine Schicht und irgendwann bin ich oben. Aber hier wachsen die Zellen wirklich nach oben. Hier wächst es nach oben und hier habe ich eine Zelle, die auch nach oben wächst, aber es nicht sozusagen bis ganz nach oben schafft. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen mehrreihig und mehrschichtig, was immer mal wieder vorkommt. Und ganz wichtig beim Epithel ist eben, dass es kaum Extrazellulärmatrix gibt. Man sieht hier die einzelnen Zellen, die liegen alle nebeneinander. Das heißt, es kommt Zelle auf Zelle auf Zelle. Es gibt viele Zellkontakte, die diese Zellen miteinander verbinden. Anders ist es zum Beispiel beim Bindegewebe, auf das wir gleich noch eingehen kurz. Jawohl. Dann Muskelgewebe, einziges Gewebe im Körper, das zur Kontraktion fähig ist. Klingt eigentlich extrem simpel, ist es auch, weil ansonsten gibt es kaum Unterschiede, aber es ist extrem wichtig. Das sieht man auch daran, wenn wir uns fragen, was für Arten von Muskulatur gibt es. Auf der einen Seite die quergestreifte und die glatte. Die quergestreifte ist überall dort vorhanden, wo wir einen Muskel aktiv bewegen können. An der Skelettmuskulatur zum Beispiel, das heißt jeden Muskel meines Körpers, den ich aktiv bewegen kann, vom Rücken, vom Arm, übers Bein, alles quergestreifte Muskulatur. Und ebenfalls dazu gehören tut der Herzmuskel. Ja, bitte. Ja. Genau, der Kollege fragt schon richtig, ob das Herz nicht eine eigene Muskulatur ist. Stimmt, ist eine eigene Art von Muskulatur, gehen wir auch gleich noch drauf ein, aber ist trotzdem quergestreift. Das heißt auch deswegen quergestreift, weil wenn man es unter das Mikroskop legt und sich anguckt, eben eine charakteristische Querstreifung der Muskulatur erkennen kann.
Man sieht es hier auf den Bildern jetzt leider nicht wahnsinnig gut, weil es nicht so scharf gestellt ist. Aber wenn ihr es zum Beispiel googelt, irgendwie glatte Muskelzelle im Vergleich zur quergestreiften, sieht man eben, dass durch den Aufbau der quergestreiften Muskulatur mit den Aktin- und den Myosin-Filamenten, die sozusagen die Grundsubstanz bilden, lichtmikroskopisch Querstreifen sichtbar sind. Hat einfach mit der Art und Weise zu tun, wie diese Muskeln kontrahieren, indem sich diese Anteile eben miteinander verzahnen und zusammenziehen können. Demgegenüber steht dann dementsprechend die glatte Muskulatur und die ist überall dort vorhanden, wo wir es nicht willkürlich steuern können. Okay, dann kommt es gleich noch. Ja, du hast noch eine Frage. Okay, die Kollegin sagt, sie hat Übungen gemacht, wo gefragt wurde, ist die Zunge glatt oder quergestreift? Und die richtige Antwort war beides. Also, wir können das so beantworten, dass sie ja auf jeden Fall schon mal quergestreift sein muss, weil ich sie aktiv bewegen kann. Die Frage ist natürlich, wie man das Ganze definiert. Natürlich hat meine Zunge auch Blutgefäße und Blutgefäße sind immer glatt, weil ich die nicht kontrollieren kann. Ich kann meine Arterien nicht aktiv weit oder eng stellen. Müsste man schauen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht irgendwo in der Zunge trotzdem noch glatte Muskulatur drin ist, die zum Beispiel für die Drüsen, die auf der Zunge sitzen, verantwortlich ist. Dass das eben, die zum Beispiel unter der Zunge sitzen, diese Drüsenfunktion ist ja auch nichts, was ich jetzt aktiv kontrollieren kann, dass das sozusagen eine Mischung aus beidem ist. Okay, jetzt wird schon sehr im Detail, der Schluckvorgang. Schluckvorgang ist auch etwas, was ich persönlich sagen würde, was erst einmal etwas ist, was ich aktiv machen kann. Es gibt natürlich auch immer noch Schluckreflexe, aber nur weil etwas ein Reflex ist, heißt das nicht, dass es glatte Muskulatur ist. Ich würde es wirklich damit begründen, dass gewisse Anteile eben durch glatte Muskulatur ausgelöst werden. Und ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen zu den Fragen zählt, die ein bisschen mehr in Detail gehen, weil es schwieriger sein soll, damit man sich damit auseinandersetzt. Das ist ja etwas, was viele von diesen Übungsanbietern so ein bisschen anbieten für euch, dass extrem viel gefragt wird, was Leute teilweise verunsichert, aber man beschäftigt sich dann damit und der Med.at kommt dann letzten Endes ein bisschen leichter vor. Weil ich war zum Beispiel sehr davon überrascht, dass die Fragen bei Med.at gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, wie man es vorher lernt. Das wäre so ein bisschen das, was ich da vermuten würde. Okay, auf glatt gehen wir gleich noch ein. So, genau. Hier sieht man das, was ich gerade schon einmal angesprochen habe. Guck mal, ob es in beide Richtungen geht. Ja, auch wenn ich mich umdrehe, geht es noch. Das sind diese Aktin- und Myosin-Filamente, die eben ineinander greifen. Wie genau das funktioniert, ist nicht so wahnsinnig wichtig für den Med.at. Es ist nur wichtig, diese beiden Elemente sind eben ineinander verschieblich. Und wenn es das tut, dann kontrahiert der Muskel, was letzten Endes ja nichts anderes bedeutet, als er verkürzt sich. Kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, wenn ich etwas habe, das normalerweise so ist und durch die Verzahnung zieht sich zusammen, dann wird es kürzer und kräftiger. Die Skelettmuskulatur hat auch einen charakteristischen Aufbau. Auf der einen Seite die Myofibrillen, die sich eben zu Muskelfasern zusammeneignen und die Muskelfasern, die sich letzten Endes dann zum kompletten Muskel zusammenlegen. Das, was hier so ein bisschen abgeschnitten ist, dieses Wort, ist Syncytium. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass ich im Gegensatz zu anderen Organsystemen des Körpers nicht sozusagen einzelne Zellen habe, die nebeneinander sind, sondern diese Zellen sind miteinander verschmolzen. Das heißt, die Zellmembranen zwischen denen sind aufgelöst, die Zellkerne sind alle randständig gerückt und sie bilden wirklich eine Einheit. Sie bilden alle sozusagen Myofibrillen, die sich dann zu den Fasern zusammeneignen. Das ist auch wichtig, weil ich zum Beispiel in der Lage bin, ja unterschiedlich viel Kraft einzusetzen. Ich kann ja einen Muskel relativ stark kontrahieren, wenn ich eine große Last anheben möchte. Umgekehrt aber, wenn ich nur eine einfache Bewegung machen möchte, brauche ich weniger Kraft. Und diese Feinabstimmung ist unglaublich wichtig, dass die ganzen unterschiedlichen Myofibrillen eben miteinander verschaltet sind. So, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, aber ich glaube, wir sind eh ganz gut dabei. Die Skelettmuskulatur ist in der Lage, sich auf 2/3 der Ausgangslänge zusammenzuziehen. Die Kontraktion ist unglaublich schnell, aber auch rasch ermüdend. Wenn ich mich bei McFit hinstelle und mit hohem Gewicht anfange, Bizeps-Curls zu machen, ist irgendwann die Luft relativ schnell raus.
aber das Ganze kann eine gewisse Leistung durchaus erbringen. Demgegenüber steht dann die glatte Muskulatur, auf die wir gleich eingehen. Und jetzt das, was du gerade schon gesagt hast, die Herzmuskulatur, die ebenfalls glatt ist, die ebenfalls quergestreift ist, Entschuldigung, aber eben einen etwas anderen Aufbau aufweist. Und zwar hat das Ganze so eine Y-Form, nenne ich das gerne. Und zwischen den einzelnen Zellen habe ich sogenannte Glanzstreifen. Was auch damit zusammenhängt, dass wenn ich sie wieder unter das Mikroskop lebe, dass sie eben etwas heller sind. Deswegen hat man es Glanzstreifen genannt. Und warum sind die wichtig? Weil zwischen diesen Glanzstreifen eben viele Gap Junctions sind. Das sind ja diese Zellkontakte, die sozusagen die Verbindung zwischen den Zellen schaffen, dass sozusagen die Nebenzelle über das informiert ist, was in der einen Zelle passiert. Und das ist eben im Herzen sehr wichtig. Man könnte ja sagen, ich mache das im Prinzip wie im Skelettmuskel und lasse die Membran sich auflösen, dass ich einen großen Herzmuskel habe. Wäre aber im Herzen etwas kontraproduktiv. Wir gehen später noch darauf ein, weil wir noch über das Herz sprechen werden. Aber wenn man sich das vorstellt, dass das Herz ein Muskel ist, das ich immer nur einmal zusammenziehen kann, dann würde das Blut sozusagen immer nur eigentlich in einem, ja, wie in einem Ballon sein und der umschließt sich und das wird die Bewegung sehr stark einschränken. Das Herz ist sehr darauf angewiesen, dass es sozusagen koordiniert kontrahieren kann. Das heißt, dass die Vorhöfe zuerst kontrahieren, das Blut wird weiter in die Kammern geschickt und dann ein paar Millisekunden später kontrahieren die Kammern und das Blut kann ausgetrieben werden. Und wenn ich an irgendwelchen Herzrhythmusstörungen leide, wo das Ganze eben gestört ist, dann kann das Ganze eben auch böse Nachwirkungen haben. Es können Thrombosen entstehen, weil das Blut eben nicht gescheit weiterfließen kann, sondern steht. Und es können sich eben Thromben bilden. Deswegen spricht man davon, dass es ein funktionelles Syncytium ist, weil eben durch diese ganzen Gap Junctions die Zellen trotzdem alle miteinander gekoppelt sind und sozusagen sehr schnell wissen, was passiert. Aber es sind immer noch eigenständige Zellen, die sozusagen ihre Autonomie nicht aufgegeben haben. Jetzt die glatte Muskulatur. Wie gesagt, ist alles das, was ich nicht willkürlich steuern kann. Das heißt zum Beispiel Blutgefäße im Darm, in der Harnblase, im Uterus, all so etwas. Die Kontraktion erfolgt hier sehr langsam, verglichen mit der Skelettmuskulatur. Dafür kann sie aber wesentlich länger aufrechterhalten werden. Und das Ganze ist auch um einiges komplexer. Das heißt, wenn ich einen Muskel irgendwo am Arm lange kontrahieren möchte, weil ich irgendwas Schweres trage, dann hat das sozusagen einen anderen Hintergrund, als wenn ich sage, ein Blutgefäß würde ich kontrahieren. Das kann einfach damit zusammenhängen, dass es irgendwie gerade, dass dieses Blutgefäß zu einem Organteil führt, der gerade nicht so wichtig ist. Wenn ich irgendwie in einer gefährlichen Situation bin, wo es darum geht, dass sozusagen meine inneren Organe mit Blut versorgt werden müssen, damit ich das Ganze überlebe, dann ist es nicht so wahnsinnig wichtig, gerade dass zum Beispiel meine Haut super durchblutet ist. Deswegen ist es auch so, zum Beispiel, wenn ich unter Stress stehe, wenn ich mich fürchterlich erschrecke oder sonst was, man sagt ja, man wird kreidebleich. Warum? Weil eben die Blutgefäße in der Haut komplett dicht machen. Kein Blut geht mehr rein, wir werden blass und das Blut ist eben woanders, wo es hingehört. Steigert mir zum Beispiel auch den Blutdruck. Einfach nur als Hintergrund nochmal, das Ganze ist wesentlich komplexer als einfach nur die Skelettmuskulatur, wo der Sinn einfach eigentlich immer ist, um eine Bewegung auszuführen. Im Darm, in der Harnblase, im Blutgefäß ist das Ganze wesentlich komplexer. Gut, die ganze Muskulatur in der glatten Muskulatur kann sich auch wesentlich effektiver verkürzen, bis zu einem Drittel der Ausgangslänge. Bei der Skelettmuskulatur haben wir ja schon gesagt, es ist zwei Drittel. Also hier nochmal 50% mehr sozusagen. Okay, das war auch schon alles zum Muskelgewebe. Ja. Okay, die Frage ist, warum der Skelettmuskel, warum der Herzmuskel, wenn er ja nicht willkürlich gesteuert werden kann, trotzdem quergestreift ist. Das hat, wie wir gerade schon einmal gesagt haben, damit zu tun, wie die Muskelzelle aussieht, wenn wir sie unter das Mikroskop legen. Und bei der glatten Muskulatur ist es so, dass ich sozusagen ein Zentrum habe, von dem nach außen hin viele kontraktile Fasern weggehen und die Zelle kann sich eben in die Mitte sozusagen kontrahieren. Da habe ich nicht so diese klassische Querstreifung, wie ich es zum Beispiel in der Skelettmuskulatur oder eben auch am Herzen habe. Es stimmt aber natürlich, ich kann das Herz auch nicht aktiv kontrahieren. Diesen klassischen Aufbau habe ich aber trotzdem. Deswegen trotzdem quergestreifte Muskulatur, obwohl sie nicht willkürlich steuerbar ist. Okay.
Nervengewebe und Nervensystem. Ich habe noch überlegt, ob wir das Nervensystem machen wollen, aber es hätte den Rahmen heute gesprengt. Und so aus der Erfahrung der letzten Jahre wissen wir, wenn die Repetitorien zu lange dauern, ist das Ganze nicht allzu produktiv für euch. Deswegen haben wir uns jetzt hier auf das Nervengewebe nur so ein bisschen auf das Wesentliche beschränkt. Und zwar, wie genau sieht das Ganze aus? Man sieht schon so ein bisschen, eine Nervenzelle hat wieder einen recht charakteristischen Aufbau, unterscheidet sich ein bisschen von anderen. Ich habe hier einen Hauptkörper sozusagen, in dem so das drin ist, was ich von Zellen gewohnt bin. Das bezeichnet man eben als Soma oder auch als Perikarion. Sind beides verschiedene Begriffe, die das Gleiche meinen. Man liest in der Literatur Unterschiedliches, nur damit es keine Verwirrung gibt. Nervenzelle und Neuron genauso, genau das Gleiche. Und ich habe eben verschiedene Fortsätze an meiner Nervenzelle, die auch verschiedene Hintergründe haben. Auf der einen Seite habe ich das Axon, das sozusagen dafür da ist, um ein Signal weiterzuleiten. Das heißt, Nervenzellen sind ja immer dafür da, dass sie Signale, elektrische zum Beispiel, weiterleiten können. Und das Axon ist eben jener Teil, der das Ganze in die Peripherie zum nächsten Neuron weiterträgt. Und wenn es das getan hat, dann haben wir hier am Axonende oder Axonterminal, wie es hier steht, habe ich hier kleine Ausläufer und die interagieren hier oben mit dem oberen Teil mit den Dendriten vom nächsten Teil, wo sozusagen die nächste Nervenzelle darauf wartet, das Ganze aufzunehmen. Okay. Noch wichtiger als die Nervenzellen selber sind eigentlich die Stützzellen. Das sind die sogenannten Gliazellen. Und die sind 10-mal häufiger als das Nervengewebe selbst. Dann sieht man eben, wie wichtig die sind. Die haben nicht nur die Stützfunktion, sondern ernähren das Nervengewebe auch. Denn das Nervengewebe ist ja wirklich konsequent arbeiten. Unser Nervensystem abzuschalten ist ja ein Zustand, den es so gar nicht gibt. Das heißt, da kann man sich vorstellen, da steckt unglaublich viel Energie drin. Die Zellen müssen unglaublich viel leisten können. Und dementsprechend gibt es sozusagen diese Gliazellen, die die Aufgabe haben, die Versorgung dieser Zellen noch aufrechtzuerhalten. Und eine ganz wichtige Funktion ist eben das Bilden dieser sogenannten Myelinschicht, die nicht alle Nervenzellen aufweisen, aber es ist eben etwas, was man bei Axonen immer wieder findet. Was man hier sieht, hier steht jetzt zum Beispiel Schwannstoffzellen. Es gibt aber auch die Oligodendrozyten. Das sind einfach zwei verschiedene Arten von Gliazellen. Die einen kommen im ZNS vor, das heißt im Gehirn und Rückenmark. Und im peripheren Nervensystem habe ich eben die Schwannzellen. Die sind einfach von der Zellart ein bisschen verschieden. Ich glaube, es wird bei MetaT auch manchmal gefragt tatsächlich, was finde ich in der Peripherie und was finde ich im zentralen Nervensystem. Man muss aber nicht die genauen Unterschiede wissen. Wichtig ist eben nur, dass ich diese Myelinscheide habe. Und das kann ich mir eben vorstellen wie eine Isolation an einem Elektrokabel, dass das Signal, welches ich sozusagen weiterleiten möchte, nicht nach außen hin verloren geht, sondern etwas schneller weitergeleitet werden kann. Hier zwischen diesen Myelinscheiden habe ich immer wieder Einstülpungen, wo sie unterbrochen sind. Das sind die sogenannten Ranvierschen Schnürringe. Und man kann sich das so vorstellen, vereinfacht gesagt, dass die Erregung von der Nervenzelle von Schnürring zu Schnürring weiter springt und sozusagen nicht diese gesamte Strecke vom Axon entlanglaufen muss. Und diese Neuronen, die diese Schnürringe und diese Myelinschicht allgemein haben, sind eben auch sehr, sehr schnell in der Lage, diese Informationen weiterzuleiten. Also überall da, wo es wichtig ist, eine Information schnell weiterzuleiten, dort habe ich eine Myelinschicht. So. Gut. Letzte Teil ist schon das Binde- und Stützgewebe. Das ist relativ komplex aufgebaut. Und ein Vorgänger bei uns im Referat, der angefangen hat, diese Skripten auch zu schreiben, hat es eigentlich ganz schön gesagt, man unterscheidet das nicht ganz so krass alles im Körper mit den Geweben. Sondern man sagt schon mal, wenn etwas eben keine Muskelzelle ist und keine Nervenzelle und auch kein Epithelgewebe ist, dann ordne ich es eben dem Binde- und Stützgewebe zu. Denn wenn man sich das Ganze anguckt, Knochen, Knorpel und Fett, ja gut, das steht hier, ist verwandt, aber es sind ja schon irgendwie unterschiedliche Gewebearten. Trotzdem fassen wir sie eben zum Bindegewebe zusammen. Und es hat immer damit zu tun, vor allem wie die Extrazellulärmatrix aufgebaut ist. Wir haben vorhin gesagt, bei den Epithelgeweben habe ich eben ganz, ganz wenig bis gar keine Extrazellulärmatrix, sondern die Zellen liegen dicht gepackt aneinander. Beim Bindegewebe habe ich so, ich habe hier eine Zelle und in der Zelle wird wieder über Proteinbiosynthese Dinge synthetisiert, eben zum Beispiel Kollagen.
Das Kollagen bleibt nicht unbedingt in der Zelle, sondern wird nach außen in den Extrazellularraum getrieben und hat dort eben die Aufgabe der Vernetzung. Und je nachdem, welches für ein Gewebe es sich handelt, ist diese Vernetzung eben stärker oder schwächer ausgeprägt. Knochen ist eben sehr stark und Fett im Vergleich dazu eben weniger. Man unterscheidet immer unter verschiedenen Zellen, zum Beispiel unter den Fibrozyten und den Fibroblasten. Da kann man sich im Prinzip einfach so merken, die Fibroblasten sind die Zellen, die aktiv die extrazelluläre Matrix aufbauen, das heißt, die aktiv arbeiten. Und die Fibrozyten sind sozusagen in der extrazellulären Matrix eingemauerte, inaktive, ehemalige Fibroblasten. Das heißt, die haben keine Aufgabe mehr, sondern haben ihre Aufgabe erfüllt, haben das Ganze gemacht und sind jetzt eingemauert und machen erstmal nichts. Demgegenüber stehen die Fibroklasten. Die machen genau das Gegenteil von den Fibroblasten. Sie bauen Matrix wieder ab. Denn auch wenn wir sowas wie Knochen haben, ist das Ganze natürlich ein dynamischer Prozess. Knochen muss wachsen können, gerade im Kindesalter. Irgendwelche Verletzungen, die passieren, müssen repariert werden. Das Ganze muss auch irgendwie versorgt werden. Das heißt, nach außen hin sieht das Ganze zwar relativ stabil aus und da passiert nichts, aber auf mikroskopischer Ebene ist das Ganze immer ein Wechselspiel von Aufbau und Abbau. So. Ja, das haben wir etwas kürzer gehalten, damit andere Dinge heute etwas besser noch besprochen werden können. Und wir sind jetzt auch schon beim Teil mit dem menschlichen Körper, wo wir uns dazu entschieden haben, uns mal auf die wichtigsten Organsysteme zu beschränken. Und wir werden das Ganze damit enden, dass wir auf die Geschlechtsmerkmale eingehen und gehen dann sozusagen damit den Übergang ein zur Embryonalentwicklung und zur befruchteten Eizelle. Okay. Hier ist natürlich immer wieder die Frage, wie genau muss ich das lernen? Das geht damit los, muss ich schon sofort die ganzen Fachbegriffe können? Muss ich wissen, wie die ganzen Teile vom Dickdarm auf Latein heißen und muss ich jede Flexur können und so etwas? Und wie gesagt, das sind halt viele Dinge, die solche Apps wie StudyMed zum Beispiel sehr on Detail machen können, was einfach den Hintergrund hat, dass sie euch extrem stark vorbereiten wollen, extrem genau prüfen sollen, dass der Med.at letzten Endes für euch leichter ist. Ist meine persönliche Meinung dazu, denn ich habe den Med.at zum Beispiel zweimal gemacht und ich kann mich nicht daran erinnern, dass extrem schwierige Fachbegriffe jemals abgeprüft worden sind. Also es kann natürlich nicht schaden, wenn ihr das lernt, macht das ruhig, aber man sieht es immer wieder in irgendwelchen Facebook-Gruppen, dass Leute wirklich versuchen, sich Wissen anzueignen für den Med.at, das wirklich teilweise erst im zweiten Semester vom Studium kommt. Und das ist halt wirklich nicht nur unnötig, sondern ist auch gefährlich, weil je mehr ihr ins Detail lernt, desto weniger lernt ihr sozusagen oberflächlich. Und die meisten Fragen sind nun mal oberflächlich. Und wenn ihr zum Beispiel zwar jede Flexur im Darm irgendwie zwar auf Latein benennen könnt, aber dann plötzlich ein Blackout habt, weil ihr gar nicht mehr genau wisst, oh verdammt, in welcher Reihenfolge sind denn die einzelnen Dünndarmabschnitte? Das wusste ich doch eigentlich immer, jetzt habe ich gerade aber den absoluten Blackout. Dann ist das eben blöd. Und man muss für den Med.at schon relativ viel für einen einzigen Tag lernen. Und deswegen würde ich sagen, lernt das nicht zu sehr on Detail. Wenn ihr früh genug anfangt mit dem Lernen, ist das schön und gut. Und wenn ihr euch viele Sachen gleichzeitig merken könnt, ist das auch gut. Aber verzettelt euch dann nicht zu sehr in Details. Viel wichtiger sind solche Basic-Fragen. Das heißt, wo finde ich welches Organ im Körper? Das wurde zum Beispiel, wie beiden Mal, die ich den Med.at gemacht habe, immer gefragt. Also ganz beliebt ist zum Beispiel hier unsere, ich glaube, das habe ich noch auf der gleichen Präsentation, genau. Ganz beliebt ist hier unser Wurmfortsatz, der Appendix, wo der liegt. Gerne auch schon mal als Blinddarm bezeichnet, was medizinisch nicht ganz zutreffend ist. Oder wo die Milz zum Beispiel liegt, wo ich die Leber finde. Das sind so Sachen, die sind für die Med.at auch tatsächlich relevant. Dass man da eine ungefähre Vorstellung hat, was wo liegt. Wir fangen einmal direkt mit dem Verdauungssystem an, wenn wir gerade schon vom Darm gesprochen haben. Das Ganze ist relativ übersichtlich auch wieder gehalten, weil es im Skript schon sehr on Detail steht. Beim Mund habe ich noch aufgeschrieben, beginnt die Verdauung eben schon. Weil viele so ein bisschen dem Mund immer sagen, ja gut, das ist halt die Eintrittspforte ins Verdauungssystem, ansonsten ist es aber nicht viel, aber es ist eben nicht so. Wenn man sich zum Beispiel ein Stück Brot in den Mund nimmt und das ein bisschen kaut, aber nicht runterschluckt, dann wird es irgendwann süß. Warum ist das so? Weil die Amylasen die Stärke in dem Brot spalten und in Einfachzucker
sozusagen aufspalten. Deswegen wird es irgendwann süß. Und auch die Mundschleimhaut ist in der Lage, schon eine gewisse Menge an Nährstoffen zu resorbieren. Natürlich längst nicht so gut, wie es später im Dünndarm der Fall ist, aber es ist eben auch schon möglich und deswegen Verdauung beginnt sozusagen direkt im Mund. Dann geht das Ganze über die Speiseröhre, Latein dem Esophagus, direkt runter in den Magen. Und der Magen ist jetzt wieder etwas komplexer aufgebaut. Ich habe dort viele verschiedene Arten von Zellen. Die wichtigsten drei haben wir hier einmal aufgezählt, und zwar die Belegzellen, die uns die Salzsäure produziert, die einfach dafür da ist. Salzsäure ist ja eine starke Säure, wie ihr aus der Chemie wisst, beziehungsweise gleich vielleicht noch lernen werdet. Das heißt, die ist dafür da, um auf der einen Seite erstmal in der Lage zu sein, das ganze Essen, was ich zuführe, überhaupt aufzulösen und zu spalten, weil natürlich die ganzen großen Makromoleküle unglaublich schlecht zu verdauen sind. Auf der einen Seite aber auch wieder Schutzfunktion, wenn ich irgendwelche Bakterien zum Beispiel mit der Nahrung zuführe, dass mir davon nicht jedes Mal schlecht wird oder das für mich direkt potenziell lebensbedrohlich ist. Dafür ist auch die Salzsäure da, um die Bakterien eben abzutöten. Problem an der Salzsäure, haben wir schon gesagt, ist aber eine starke Säure. Das heißt, wäre natürlich schlecht, wenn diese starke Säure sozusagen anfängt, jetzt meinen Magen selbst zu verdauen. Und deswegen habe ich die Nebenzellen, die mir Bicarbonatschleim sezernieren. Das kann ich mir so ein bisschen vorstellen, dass die Nebenzellen mir die ganze Zeit so ein bisschen Schleimschicht machen. Und wenn jetzt Nahrung kommt und die Belegzellen anfangen, Salzsäure zu produzieren, habe ich auf meinen Magenzellen schon so eine dünne Schicht von Schleim drauf, die das Ganze schützt. Das hat so ein bisschen mit dem Puffersystem eben zu tun, dass das Bicarbonat mit den H+-Ionen von der Salzsäure reagieren kann. Und dann wird eben auf einmal meine starke Säure zu einer weniger starken Säure, die Magenschleimhaut nicht mehr angreift. Und das Essen kann aber trotzdem noch verdaut werden, weil eben da kein Schleim ist, sondern der ist wirklich nur ganz dünn und kleidet mir die Magenschleimhaut so ein bisschen aus. Und last but not least haben wir noch die Hauptzellen, die mir Pepsinogen sezernieren. Alles, was so ein bisschen auf O-Gen endet, heißt immer, dass es eine Vorstufe ist. Das heißt, das Pepsinogen wird durch die Salzsäure abgespalten, ein Teil davon, und ist dann Pepsin. Und das Pepsin ist dann in der Lage, Proteine zu spalten. Und das ist auch unglaublich wichtig. Wenn ich Proteine nicht spalten kann, sind sie sehr, sehr schlecht zu resorbieren. Deswegen ganz wichtig. Es gibt natürlich noch andere Zellen, also wenn ihr euch da noch einlest, dann werdet ihr wahrscheinlich noch von G-Zellen lesen und auch immer wieder sowas wie Somatostatin und all so etwas. Ist für den Meta-T aber nicht wahnsinnig relevant. Das sind so ein bisschen die Zellen, die im Magen die größere Rolle spielen. Und es gibt einen Merkspruch, wie man sich das Ganze merken kann. Den habe ich damals in meiner Ausbildung gelernt. Die Belegschaft ist sauer, weil die Nebenschaft schleimt und die Hauptverantwortlichen Pepsi trinken. Ist ein unglaublich dämlicher Spruch. Aber je dämlicher der Spruch ist, desto besser kann man sich das Ganze in der Regel merken. Und man fährt in der Medizin unglaublich gut damit, wenn man diese Merksprüche einfach lernt. Irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo man sich das Ganze nicht mehr großartig herleiten muss, wo man das Ganze dann einfach weiß. Aber gerade wenn es darum geht, dass man große Mengen von Wissen sich zuführen muss, sind diese Merksprüche immer ziemlich hilfreich. Mir hilft es auf jeden Fall. Die Frage ist, wodurch wird das Pepsinogen sozusagen gespalten? Durch Pepsin. Und zwar ist das durch die Salzsäure. Die reagiert sozusagen mit dem Pepsinogen, spaltet das ab und spaltet mir dann die Proteine auf. Und dann geht das Ganze natürlich auch noch weiter. Im Dünndarm, was wir jetzt hier nicht mehr so en Detail besprochen haben, kommt dann noch zum Beispiel die Verdauungsenzyme vom Pankreas dazu. Und dort ist es zum Beispiel so, dass die Salzsäure schon wieder aufgelöst und gepuffert wird, weil sozusagen sie dann ihren Zweck erfüllt hat. Sie hat im Magen das aufgelöst und zerkleinert, was sie machen soll. Sie hat das Pepsinogen aktiviert. Und wenn es jetzt weiter durch den Dünndarm geht, dann wäre es schon wieder gefährlich, weil sie dann meine Dünndarmschleimhaut angreift. Deswegen wird sie dann durch das Pankreas und durch die Galle zum Beispiel wieder gepuffert. Dann der Dünndarm, der sich aufteilt in die drei Anteile Zwölffingerdarm, Leerdarm und Krundarm oder Duodenum, Jejunum, Ilium. Wobei man sagen muss, dass zwischen Jejunum und Ilium sehr schwierig ist, das Ganze zu differenzieren. Also das Duodenum heißt eben deswegen Zwölffingerdarm, weil es im Schnitt eben ungefähr eine Länge von 12 Fingern hat, ist das, was sich dem Magen direkt anschließt und so ein bisschen C-förmig ist. Ich glaube, hier haben wir es auch gerade einmal kurz gesehen. Ja, man sieht es einigermaßen. Dieser Teil hier ist das, der sich hier so C-förmig um den Kopf vom Pankreas, von der Bauchspeicheldüse dreht. Deswegen Zwölffingerdarm.
Und Jejunum und Ilium ist im Prinzip beides sehr ähnlich. Man sagt immer so, dass das Jejunum eher oben links liegt und unten rechts sind wir dann eher zum Ilium. Es ist aber nichts, was man jetzt mit grobem Blick sozusagen unterscheiden könnte. Also wenn man zum Beispiel eine Magenspiegelung macht und man geht vom Magen aus nach oben in das Duodenum, dann sieht man schon deutlichen Unterschied. Man sieht auch von innen diese C-Biegung relativ gut. Man sieht auch den Eingang, wo sozusagen die Gallensäfte einmünden. Das heißt, das kann man gut erkennen. Und umgekehrt, wenn man von einer Darmspiegelung vom Dickdarm in den Dünndarm unten geht, dann sieht man auch den Unterschied. Aber wenn man jetzt sozusagen den Dünndarm weiter entlang fahren würde, da würde man nicht irgendwann merken, okay, jetzt bin ich vom Jejunum ins Ilium gekommen oder umgekehrt, weil das relativ ähnlich ist. Das hat einfach nur anatomische Bedeutung, dass man diese beiden Teile unterscheidet. Ist aber relativ ähnlich. Und der Darm, gerade der Dünndarm vor allem, ist eben der Ort, wo die Hauptresorption der ganzen Nährstoffe stattfindet. Das heißt, der Magen ist eher dafür da, das Ganze durchzumischen, zu verkleinern, mir eine Form zu bringen, dass das Ganze auch resorbiert werden kann. Und resorbiert wird dann im Dünndarm. Auf Dünndarm folgt dann der Dickdarm. Und hier ist das, was wir gerade schon angesprochen haben, nämlich der Blinddarm. Man sagt immer gerne im Volksmund, ja, ich habe meinen Blinddarm nicht mehr. Der wurde mir damals entfernt, weil er hat sich entzündet und all so etwas. Ist nicht ganz korrekt. Der Blinddarm ist nämlich das, was Sie da unten in der linken unteren Ecke seht, also auf dem Bild links, bei uns natürlich im rechten Unterbauch. Dieses etwas dicke, aufgeplusterte Teil, Caecum, wie man hier auch lesen kann, auf Latein wieder, das ist der eigentliche Blinddarm. Und das, was unten dran hängt, ist die Appendix vermiformis, der Wurmfortsatz. Und das ist eben dieses Teil, das sich gerne entzündet. Und das ist auch das, was entfernt wird. Man sieht auch schon, dass das deutlich einen Unterschied macht, ob ich eben nur diesen kleinen Fitzel chirurgisch entfernen muss oder ob ich so ein großes Teil von meinem Darm entfernen muss. Das ist um einiges aufwendiger. Muss man auch schon mal machen. Zum Beispiel, wenn ich genau in diesem Teil des Darms eben Krebs habe, dann muss ich dort auch arbeiten. Das ist aber um einiges aufwendiger, weil ich dann den Darm aufwendig wieder sozusagen verbinden muss. Ich muss eine Anastomose machen. Deswegen für uns ein deutlicher Unterschied, wovon wir reden. Blinddarm heißt das Ganze eben deswegen, weil dieser Schenkel hier blind endet. Man sieht hier unten, da ist kein Lumen mehr, da geht es nicht weiter, sondern hier ist Ende. Und hier an der Seite mündet der Dünndarm in den Blinddarm eben rein. Deswegen heißt er hier unten Blinddarm. Was auch der Grund ist, warum sich das Ganze gerne entzündet, weil eben nach unten geht es nicht weiter. Wenn der Stuhl sozusagen dort stagniert, dann ist das natürlich eine gute Situation, in der Entzündungen getriggert werden können, wenn der Stuhl dort steht. Dann der eigentliche Dickdarm, so wie wir uns vorstellen, hat diese ganz charakteristische Form. Der aufsteigende, der querverlaufende und der absteigende Teil. Und darauf folgend dann das sogenannte Sigmoid. Sigma eben nach dem griechischen Buchstaben Sigma, weil es eben so eine leichte S-Form macht. Sieht man jetzt auf dem Bild nicht so wahnsinnig gut, ist auch bei Leuten ganz unterschiedlich ausgeprägt. Es kann unglaublich sozusagen gestängelt sein, es kann relativ gerade sein. Und auch dieser querverlaufende Teil vom Kolon ist nicht immer so schön, wie man es hier auf diesem Bild sieht. Der kann auch unglaublich tief durchhängen, kann teilweise noch unter dem absteigenden Ast hängen, was dann bei Darmspiegelungen durchaus mal Komplikationen machen kann. Ich habe in der Endoskopie gearbeitet, deswegen weiß ich das. Geht nur aber hier erstmal um den groben Aufbau, wie das Ganze aussieht. Anschließend tut sich hier Mastdarm, eben das Rektum. Wofür brauchen wir jetzt den Dickdarm? Wir haben gesagt, im Dünndarm werden eben die meisten Nährstoffe resorbiert und im Dickdarm wird hauptsächlich die Flüssigkeit zurückgeholt. Das heißt, dort wird der Stuhl dann eben eingedickt, dass wir weniger Flüssigkeit verlieren. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel bei Gastroenteritis gerne mal Durchfall bekommen, weil dann eben unsere Magen-Darm-Flora geschädigt ist, das Ganze nicht mehr so gut funktioniert mit dem Resorbieren und das Wasser, was dann eigentlich resorbiert werden würde, wird dann eben nicht resorbiert und der Stuhl ist um einiges flüssiger. Okay, dann sind wir auch schon fast durch mit diesem Teil. Wir kommen zum Herz-Kreislauf-System, somit eines der wichtigen Systeme. Wir machen das Ganze schon mal direkt auf. So, der Grundaufbau vom Herzen ist tatsächlich den meisten auch klar, weil es, glaube ich, somit eines der interessantesten Dinge ist, die man so für die Medizin lernen kann.
Ich habe eben zwei Kammern, die hier unten lokalisiert sind, und zwei Vorhöfe. Auf schlau wieder zwei Atrien und zwei Ventrikel, die durch verschiedene Klappen getrennt sind. Es gibt vier Klappen für uns, die besonders wichtig sind, und zwei Arten von Klappen. Auf der einen Seite haben wir die Taschenklappen und die Segelklappen. Und die Segelklappen, das sind einmal auf der rechten Seite die Trikuspidalklappe und auf der linken Seite die Mitralklappe, die trennen mir immer jeweils einen Vorhof von der Kammer. Das heißt, ich bin jetzt hier meinetwegen im rechten Vorhof und habe jetzt hier die Trikuspidalklappe, die das Ganze von der rechten Herzkammer abschnitt. Diese Klappen, die können sowohl stenosieren als auch insuffizient werden. Was bedeutet, entweder sie gehen nicht so gut auf, wie sie sollten, dann kann das Blut nicht so schön weiterfließen, oder sie können eben insuffizient werden und schließen dann nicht mehr richtig, was umgekehrt dann eben bedeutet, dass das Blut auch in die andere Richtung wieder fließen kann. Das heißt, der Ventrikel kontrahiert sich und das Blut soll eigentlich weiterfließen, es fließt aber zurück in den Vorhof. Demgegenüber stehen dann die Taschenklappen. Die habe ich an den großen Gefäßen, die von dem Herzen ausgehen. Und zwar habe ich hier einmal sozusagen da, wo es in die Lunge geht. Das ist der Truncus pulmonalis, wieder auf Latein, wo es dann hier in die beiden Pulmonalarterien geht. Und einmal hier die Aorta, die Hauptschlagader. Die braucht natürlich auch Klappen, damit das Blut dort dementsprechend nicht zurückfließen kann. Wir haben schon gesagt, Herz ist wieder quergestreifte Muskulatur. Und so nochmal die wichtigsten Facts, die wir dazu haben, ist auf der einen Seite Systole und Diastole. Hört man auch gerne schon mal beim Blutdruck. Systole bedeutet einfach nur, das Herz kontrahiert sich und treibt das Blut aus. Und Diastole bedeutet, Herz entspannt sich und füllt sich selbst wieder mit Blut. Die wichtigste Information hier nochmal, wie viel Blut habe ich? Natürlich immer davon abhängig, Geschlecht, Körpergröße, Körpergewicht und auch vom Alter. Man sagt so, circa zwischen 5 und 7 Liter Blut habe ich. Mein normaler Puls, meine normale Herzfrequenz sind zwischen 50 und 100 Schlägen pro Minute. Sportler, da kann das Herz auch schon mal ein bisschen langsamer schlagen, einfach weil es so kräftig ist, dass es nicht so oft schlagen muss. Und mein Blutdruck 120 zu 80 mm Hg. Jetzt habe ich auf der nächsten Folie was vorbereitet, und zwar das, was sich natürlich dem Herzen anschließt, ist unser Herz-Kreislauf-System mit den Arterien und den Venen. Da habe ich jetzt jeweils zwei Punkte runtergeschrieben, und zwar einmal, was sie transportieren und einmal, wie sie verlaufen. Und jetzt Frage an euch, stimmt beides, was dort steht, oder stimmt jeweils nur eines? Nur eines, okay. Was stimmt, was stimmt nicht? Das zweite, das heißt der Verlauf. Okay, genau, wichtig. Die meisten wissen eh, weil, glaube ich, inzwischen jedes Lehrbuch das relativ gut erklärt. Ich habe es trotzdem nochmal mit reingepackt. Die Arterien sind so definiert, dass sie vom Herzen wegführen und die Venen führen zurück. Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum jetzt hier auf diesem Bild, wo es hier in die Pulmonalarterien, also in die Lungenarterien geht, warum das Ding trotzdem blau gezeichnet wird. Man könnte ja sagen, Moment, es ist eine Arterie, die sind normalerweise immer rot gezeichnet. Ist zwar so, aber diese Einfärbung hat sich in der Anatomie, in den Zeichnungen einfach deswegen durchgesetzt, weil es angibt, welche Qualität das Blut hat, ob es sauerstoffreich oder sauerstoffarm ist. Und das kann man sich natürlich vorstellen, wenn jetzt hier mein Blut aus dem Körperkreislauf zurückkommt, alles versorgt hat und dann hier wieder übers rechte Herz rausgeht, dann ist es natürlich blutarm und muss dann erstmal in die Lunge, damit es wieder von Sauerstoff, mit Sauerstoff aufgefüllt werden kann. Und dementsprechend ist das eine Situation, wo wir eben Arterien haben, die sauerstoffarmes Blut transportieren. Es gibt noch eine zweite Situation im Körper, und zwar ist das beim Fetalkreislauf, weil der Embryo nicht selber atmet, sondern durch das sauerstoffreiche Blut der Mutter versorgt werden muss. Aber das ist sozusagen hier beim Erwachsenen eine der wenigen Situationen, wo es eben so ist, dass die Arterien das sauerstoffarme Blut transportieren. Normalerweise ist es eben in 99% der Fälle so, dass die Arterien das sauerstoffreiche Blut transportieren, aber es hat eben nichts, wie gesagt, mit der eigentlichen Definition zu tun. Was gerne gefragt wird bei Meta-T ist, wie genau fließt denn jetzt das Blut eigentlich? Wo kommt es an? Wo geht es hin? Und da kann ich euch wirklich nur empfehlen, euch das nochmal anzugucken, euch das ruhig nochmal durchzugehen, euch das vorzusagen, dass wir eben vom Herzen aus, wenn ich oben ankomme, im rechten Ventrikel,
durch die in den rechten Vorhof, Entschuldigung, über die Tricuspidalklappe in den rechten Ventrikel, über die Pulmonalklappe in die Lunge gehe und dann zurück eben ins linke Herz durch die Klappen, dass man sich das einfach so ein bisschen nochmal vor Augen führt, wie genau sozusagen der Weg des Blutes ist. Wenn wir dann sozusagen einmal diesen ganzen Lungenkreislauf durchgemacht haben und aus dem Herzen rausgehen, dann fließen wir durch die Aorta ins arterielle System. Die Arterien sind große Gefäße, die immer kleiner werden, zu sogenannten Arteriolen. Und die werden dann wieder zu den Kapillaren, das bedeutet zu den kleinen, ganz feinen Verästelungen, wo der Stoffaustausch stattfinden kann, wo der Sauerstoff in die Gewebe abgegeben wird, wo Nährstoffe abgegeben werden. Und danach geht es ins venöse System, ist im Prinzip das gleiche in grün. Wir fangen mit feinen Venolen an, die zu größeren Venen werden. Und letzten Endes bündet meines eben in die Hohlvenen, Vena cava superior, sozusagen aus der oberen Körperhälfte, und Vena cava inferior aus der unteren, landet beides im rechten Vorhof. Ja, das haben wir im Prinzip auch schon gesagt. Wir haben im Prinzip zwei Kreisläufe, einmal den großen Körperkreislauf, der meinen Körper mit Nährstoffen versorgt, und den etwas kleineren Lungenkreislauf, wo es darum geht, das Blut wieder mit Sauerstoff aufzufüllen. Okay. Letzter Teil jetzt von mir ist das Harnsystem, weil es auch gerne mal gefragt wird. Setzt sich zusammen aus den Nieren und aus den ableitenden Harnwegen. Und da gibt es auch wieder so ein paar Fachbegriffe, die ähnlich klingen. Harnleiter, Harnröhre, Ureter, Uretra. Klingt immer ähnlich, und die meisten Leute, die irgendwann anfangen, Anatomie zu lernen, das ist immer so ein Faktor, wo man so ein bisschen in Schwanken gerät und immer sich überlegen muss, was ist nochmal was. Und da hat sich bei mir aber relativ gut eingebürgert, dass man sich einfach die Endung anguckt und einfach hier sagt, Harnleiter endet auf diesem TER und Ureter auch. Und Harnröhre hat eben diese Kombination von H und R. Also so habe ich mir das gemerkt, relativ einfach, was was ist. Wie gesagt, irgendwann ist das relativ schnell drin, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Aber gerade am Anfang, wenn es eben darum geht, diese Informationen einmal aufzunehmen und zu lernen, hilft einem sowas ganz gut weiter. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Wir haben hier jetzt einmal ein Bild in groß und in klein. Die Niere besteht aus vielen kleinen Nierenkörperchen, den Nephronen. Und jedes einzelne Nephron hat sozusagen zwei Untereinheiten, aus denen es aufgebaut ist. Einmal ein Glomerulus und das Tubulussystem. Und das sieht man hier eigentlich schon relativ schön. Das hier ist unser Glomerulus, wo filtriert wird sozusagen. Das heißt, hier kommt das Blut rein und die Schadstoffe bzw. das gesamte Blut wird eigentlich hier durch diesen Filter rausgeschickt und hier schließt sich dann das Tubulussystem an. Wie genau das aussieht, können wir uns gleich nochmal auf der nächsten Folie anschauen, aber dass ihr es hier noch einmal übersichtlich habt. Auch nicht ganz uninteressant ist, dass hier dieses Glomerulum eher hier in dem Bereich der Rinde liegt und das Tubulussystem, was relativ lang ist, hier bis ins Nierenmark reinreicht. Das heißt, das ist auch anatomisch nochmal nicht ganz unwichtig, wo was liegt. Und hier haben wir das Ganze noch einmal etwas schöner aufgefüllt. Und zwar, das Blut wird, wie gesagt, im Glomerulum filtriert. Und zwar 180 Liter Primärharn pro Tag. Kann man sich schon überlegen, ich habe vielleicht 7 Liter Blut höchstens und wenn ich das Ganze immer filtrieren würde, würde ich auf 180 Liter kommen. Klingt für mich nicht allzu gesund, wenn ich so viel Harn produzieren würde. Dementsprechend ist im Tubulussystem eigentlich die Hauptaufgabe, dass ich das, was ich sozusagen filtriere, wieder zu über 99% eigentlich wieder zurückhole und nur das rausschmeiße, was schlecht für mich ist. Das heißt, alle Schadstoffe, die im Blut gelöst sind, Harnsäure und all so etwas, das soll übrig bleiben, aber die gesamte Flüssigkeit und Natrium und all sowas, Vitamine, das ist ja etwas, das ich zurückholen möchte, das möchte ich nicht verlieren. Und das ist das, was hier im Tubulussystem passiert. Das Ganze ist auch relativ lang, damit eben auch genug Strecke da ist, auf dem das Ganze passieren kann. Ja. Und letzten Endes mündet das Ganze eben in die sogenannten Sammelrohre. Das heißt, ich habe viele kleine Glomerula, sozusagen, an die sich jeweils ein Tubulussystem anschließt. Und das mündet dann hier in ein Sammelrohr
und dann kommt eben von hier noch jeweils Zuflüsse auf einem anderen Tubulus-System, die dann alle in verschiedene Sammelrohre münden und das Ganze fließt dann wiederum ins Nierenbecken. Das ist das, was wir hier ganz gut gesehen haben. Hier kommen sozusagen die ganzen Sammelrohre zusammen, münden dann hier ins Becken und hier geht es dann schon in den Harnleiter, in den Ureter, wo es dann weiter in die Harnblase geht. Das wurde auch gerne einmal gefragt in irgendeinem Jahr, als ich den Test gemacht hatte, wie sozusagen der Weg ist, die richtige Reihenfolge, wo es sozusagen losgeht, mal in der Niere, das kriegen die meisten noch hin, dann kommt aber schon dieser Weg mit Harnleiter und Harnröhre, was kommt nochmal zuerst, von was habe ich nochmal zwei, dass man das nochmal so ein bisschen auf dem Schirm hat. Ansonsten ist das Ganze nicht so wahnsinnig kompliziert, obwohl die Niere ein sehr interessantes Organ ist, macht unglaublich viel im Körper, ist aber zum Glück für den Meta-T alles nicht so wahnsinnig relevant, aber kommt später im Studium und kann man sich gut mit beschäftigen. Okay, dann sind wir mit diesem Teil erstmal soweit durch. Ich würde vorschlagen, wir machen zumindest 10 Minuten Pause, weil es jetzt viel auf einmal war. Seid ihr dabei? Gut. Na, 20 ist ein bisschen lang, glaube ich, für das, was wir noch machen wollen. Gut. Erholt euch gut, bis gleich. Ich hoffe, das hält halbwegs. Gut, seid ihr bereit für die zweite Hälfte? Ich versuche, dass wir wirklich bis 19 Uhr fertig werden. Falls nicht, seid mir nicht allzu böse. Ihr dürft auch gerne schon gehen. Es wird ja hoffentlich eh alles auf YouTube hochgeladen. Ja, ich mache jetzt mit den Geschlechtsorganen weiter. Ein bisschen gehe ich auf die Embryonalentwicklung ein, so in Grobzügen. Ich denke, dass es in der Tiefe, wie ich es jetzt ausgearbeitet habe, reichen wird für den Meta-T. Falls ihr ein vertieftes Interesse habt, könnt ihr gerne nachlesen. Und gleich danach mache ich mit Chemie weiter, mit Säure, Basen und Redoxreaktionen. Ist so der Klassiker, ist aber eher das, wo es viel zu verstehen gibt und nicht nur zum Auswendiglernen. Gut, fangen wir mal an. Geschlechtsorgane. So, sie haben eine wichtige Hauptaufgabe. Sie bilden die Keimzellen des Menschen, also bei allen Tieren, aber natürlich geht es um uns jetzt um den Menschen, um die Fortpflanzung zu ermöglichen. Was natürlich auch noch dazu kommt, die Geschlechtsorgane sind auch an der Hormonbildung beteiligt, was wiederum die äußeren Geschlechtsorgane, sprich auch die Unterscheidung zwischen Mann und Frau ermöglicht. Geschlechtsorgane werden auch Keimdrüsen genannt, beziehungsweise die Hauptgeschlechtsorgane oder auch Gonaden auf Lateinisch, wenn man das dazu haben möchte. Das ist wirklich das, wo quasi dann die Keimzellen für die Fortpflanzung produziert werden, sprich beim Mann die Spermien und bei der Frau die Eizelle. Dann haben wir die Geschlechtswege, wo die Zellen jeweils transportiert werden, um dann schlussendlich zu den äußeren Geschlechtsorganen zu kommen, wo dann vor allem beim Mann die Spermien quasi bei der Ejakulation, ich glaube, ich muss das die ganze Zeit festhalten, ist halt so, ausgestoßen werden, um dann bei der Frau zu einer Befruchtung zu führen. Geschlechtsdrüsen gibt es auch noch, auf die gehe ich dann auch noch ein. Gut, wir haben mal unseren Mann mit dem wunderschönen Symbol. Ah, so. Da seht ihr einen groben Überblick vom Becken, wenn ich das so in der Mitte durchschneide und mir von seitlich ansehe. Wir haben einmal die Hoden, die sind hier zu sehen. Ich glaube, ihr habt so ein Bild alle schon mal gesehen, wahrscheinlich. Dann haben wir die Nebenhoden, das ist das kleine Pinke hier. Direkt auf dem Hoden drauf, das hier. So, dann haben wir den Samenleiter, der geht dann von den Nebenhoden da hinauf in den Bauchraum und zieht da nach hinten Richtung Blase. So, dann haben wir Samenbläschen. Ich glaube, die sind nicht gut eingezeichnet. Die sind dann hier auf der Rückwand da hinten. Beziehungsweise da sieht man sogar die Bläschendrüse. Ist sogar da. Perfekt, ein gutes Bild. Dann haben wir eine Prostata. Die ist hier in dunklerem Rosa gehalten. Sieht alles ziemlich ähnlich aus. Ja, und das sind einmal die inneren Geschlechtsorgane gewesen. Und dann haben wir natürlich noch außen ersichtlich Penis und Hodensack. Gut, welche Aufgaben haben jetzt die einzelnen Teile? Die Hoden sind natürlich mal die erste Station und das Wichtigste. Hier werden unsere Samenzellen produziert und auch Testosteron wird produziert.
Dann kommen die Nebenhoden, ihr habt das vorher gesehen, die sitzen so dem Hoden auf. Wenn man den Hodensack eröffnet, das macht ihr dann im Anatomiekurs, sieht man das wirklich wunderschön. Der Hoden kreisrund und dann dieser spiralförmige, der Nebenhoden. Der Nebenhoden hat die Aufgabe, die Samenzellen, die schon produziert wurden, eben aufzubewahren, aber auch sie endgültig reifen zu lassen. Dann kommen die Spermien, die ganze zwischengelagert werden, in die Samenleiter. Das passiert tatsächlich erst bei der Ejakulation, sprich am Ende des Sexualvorgangs, und suchen so ihren Weg zur Harnröhre, um dann vom Mann abgegeben werden zu können. Der Samenleiter hat auch noch die wichtige Aufgabe, alle möglichen Sekrete von umliegenden Drüsen aufzunehmen, die vor allem die Aufgabe haben, den Samenzellen eigentlich beim Schwimmen besser schwimmen zu helfen. Genau, ein Teil davon sind die Samenbläschen, die eben auf der Rückseite von der Harnblase quasi kleben. Die sind so ein bisschen schmetterlingsförmig, würde ich sagen. Die haben eben ein proteinreiches Sekret, das auch alkalisch ist, alkalisch, sprich ein bisschen basisch. Die sorgen dafür, dass die Spermien in der sauren Vagina von der Frau ein bisschen geschützt sind, weil sonst würde die Säure des Scheidenmilieus die Spermien innerhalb kürzester Zeit abtöten. Fructose produzieren die Samenbläschen auch. Das ist natürlich eine Art von Zucker und ist wichtig, damit die Spermien sich auf ihrer langen Wanderung ein bisschen ernähren können und nicht verhungern. Gut, dann haben wir die Prostata, von der haben vielleicht viele schon gehört. Sie bildet auch ein Sekret. Ich habe heute erst gelesen, angeblich mit kastanienartigem Geruch. Ich weiß nicht, wie sie es herausgefunden haben. Man sagt auch, dass die Prostata wie eine Kastanie aussieht. Wenn es, das ist wirklich so, sie ist circa so klein wie eine Kastanie und sitzt eben unter der Blase beim Mann. Und die Prostata bildet eben auch noch Prostaglandine, Immunoglobuline und Spermin ist einfach nur ein Hormon, das den Samenzellen besser schwimmen hilft. Ist jetzt schon sehr detailliert. Ja, jetzt haben wir eigentlich alles getan, damit die Beweglichkeit unserer Samenzellen gesichert ist und sie können ihre Reise antreten, nämlich zur Frau. Die Frau beginnt auch im Inneren des Bauches mit ihren Eierstöcken. Die haben wir hier, das Graue. Und gleich darauf seht ihr das Pinke, das ist ein Eileiter. Das ist ein bisschen irreführend, weil in allen Büchern ist es immer so, dass der Eileiter den Eierstock eigentlich schon umfasst und in Wirklichkeit liegen die Eileiter irgendwo im Bauch herum, meistens so, und der Eierstock ist irgendwo hier unten und die Eileiter machen so eine wunderschöne Auffangbewegung. Wir haben einen Anatomieprofessor, wird euch das wundervoll erklären im Block 2 im ersten Jahr, wie genau das abläuft. Man hat sogar mittlerweile herausgefunden, dass die Eileiter, wenn ihnen gerade langweilig ist, manchmal auch ein Ei von der anderen Seite holen. Man weiß bis heute nicht, wieso. Aber sie machen es manchmal. Ja, dann gibt es noch die Gebärmutter, die ist hier, liegt meistens genau so im Bauch, kann aber auch nach oben schauen oder sogar nach hinten Richtung Rektum geklappt sein, ist bei jeder Frau ein bisschen anders. Dann gibt es natürlich die Scheide, die haben wir hier unten. So, ganz wichtig, dass ihr es nicht verwechselt, hier vorne ist die Harnblase, das ist bei der Frau ein bisschen näher beieinander und ziemlich gleich groß und immer ähnlich dargestellt. Genau, und dann haben wir auch hier, das waren wieder die inneren Geschlechtsorgane und dann haben wir wieder große und kleine Schamlippen und die Klitoris außen. Dann gibt es noch den Scheidenvorhof, quasi wo sowohl die Scheide als auch die Harnröhre einmünden und es gibt auch ein paar Vorhofdrüsen, die eigentlich vor allem Duftdrüsen sind. Genau, und die Brustdrüsen gehören auch dazu, sind zwar ganz woanders, aber gehören auch zu den äußeren Geschlechtsorganen. Gut, in den Eierstöcken reifen jetzt unsere Eizellen heran. Es ist ein bisschen komplizierter als bei den Männern, darauf gehe ich nachher noch ein. Ich habe letztes Jahr schon Mitose und Meiose sehr ausführlich erklärt, das könnt ihr euch im Video vom letzten Jahr nochmal anschauen. Da werde ich kurz nochmal einen Sprung zurück machen. Wichtig ist, die Eileiter transportieren eben die Eier, da fehlt das Wort Eier, nach unbefruchteten. Es geht nämlich darum, egal ob das Ei befruchtet ist oder unbefruchtet, der Eileiter wird es auf jeden Fall mal Richtung Gebärmutter transportieren. Die Gebärmutter hat eigentlich wichtige Aufgaben, vor allem Auf- und Abbau der Schleimhaut, das ist ein ganz normaler Zyklus bei der Frau, der ist hormonabhängig und unterliegt ganz normalen Schwankungen, meistens 28 Tage. Ist auch der Einnistungsort fürs Embryo, beziehungsweise einfach nur mal für den Keimling, falls es zur Befruchtung kommen sollte. So, das war das, was ich gemeint habe vom letzten Jahr. Es gibt die Mitose, die ganz normale Zellteilung, das passiert bei uns tagtäglich an allen möglichen Stellen in unserem Körper, wo einfach immer eine Zelle verdoppelt wird. Wichtig ist, dass hier auch die DNA verdoppelt werden muss, weil sonst hätten wir zu wenig DNA für eine Zelle. Das passiert bei der ganz normalen Zellteilung der Mitose. Bei der Meiose ist das nicht der Fall. Da ja am Ende ein Spermium und eine Eizelle verschmelzen werden, wenn wir da ganz normale DNA-Anzahl hätten, hätten wir am Ende zu viel und das wäre wieder pathologisch.
Deswegen wird das vorher halbiert. Wie gesagt, Details 2018. Das ist nur der wichtige Unterschied, auf den ich eingehen möchte. Es gibt quasi eine Urkeimzelle, das ist die Spermatogonie beim Mann oder die Oogonie bei der Frau. Und beim Mann wird aus einer Spermatogonie werden 4 Spermien. Die Frau ist ein bisschen verschwenderischer, aus einer Oogonie wird nur eine einzige reife Eizelle. Da haben wir das nochmal dargestellt. Da in wunderschön rosa, weil Frau, habt ihr eine Oogonie, die wird zu einer Oozyte, dann gibt es wieder eine Oozyte und noch eine reife Eizelle. Nebenbei stehen so Polkörperchen. Das zeigt euch nur, dass im Endeffekt nur eine Eizelle übrig bleibt, während beim Mann wirklich wunderschön 4 Spermatiden daraus werden und aus diesen Spermatiden dann wieder Spermien. So, eins muss man noch dazu sagen, beim Mann werden ja täglich Spermien eben produziert, deswegen ist ein Mann eigentlich ab der Pubertät bis zum Ende seines Lebens fruchtbar. Die Spermienanzahl nimmt vielleicht ab, sie schwimmen vielleicht nicht mehr so gut, aber er ist nach wie vor genauso gut fruchtbar. Bei der Frau ist das ein bisschen komplizierter. Und zwar kommt eine Frau eigentlich schon mit all ihren Oozyten zur Welt, nämlich denen hier. Das heißt, wenn wir auf die Welt kommen als kleines Baby, haben wir schon circa 1 Million von diesen Oozyten in uns, die einfach schon angelegt sind. Wenn wir jetzt in die Pubertät kommen, wird ein Großteil davon schon mal weggeschmissen, weil der Körper sich denkt, nein, die sind nicht gut genug oder warum, weshalb, wieso, weiß man nicht genau. Und die, die noch erhalten bleiben, bleiben in einer bestimmten Phase der Meiose stecken, und zwar in der Prophase. Und es ist dann wirklich so, dass jedes Monat wieder ein Ei heranreifen muss, so eine Oozyte, und die fertige Oozyte springt dann. Also es gibt dann verschiedene Stadien, das ist dann der Primärfollikel, Sekundär-, Tertiärfollikel und Graffollikel, das ist auch schon wieder sehr detailliert. Und einmal im Monat springt dann so ein Ei, das ist aber noch immer nicht komplett fertig und noch immer nicht so weit wie ein Spermium, sondern es wandert dann weiter und ab der Ovulation wird quasi die zweite Teilung eingeleitet. Es gibt immer eine erste und eine zweite meiotische Teilung. Und diese zweite meiotische Teilung wird aber auch erst abgeschlossen, wenn es zur Befruchtung kommt. Sprich, die Eizelle lässt sich einfach Zeit, bis sie sich fertig entwickelt hat. Und erst wenn das Spermium wirklich andockt, sagt sie, okay, passt, jetzt endlich bin ich fertig. Da haben wir jetzt mal den weiblichen Zyklus. Ich habe jetzt nur eine Grafik genommen. Ich versuche es euch möglichst gut zu erklären. Der Zyklus beginnt bei einer Frau immer mit dem ersten Tag der Regelblutung. Das haben wir hier unten. Habt ihr die Zeitspanne? Da. Da habt ihr einen Zyklustag. Diese Grafik sagt jetzt, dass man einen Zyklus von 5 Tagen hat. Das kann von jeder Frau variieren, von 3 bis zu 8 Tagen, bei manchen auch länger. So. Ich finde es lustig auch, dass man hier die Stimmung eingezeichnet hat. Ich weiß nicht, wie das die Frauen in diesem Raum so sehen, ob das bei allen gleich ist. Also uns geht es immer schlecht. Außer kurz bevor das Ei springt, sind wir super gut drauf, damit wir auch ja befruchtet werden. Genauso funktioniert es. So, also wir haben ganz schlechte Laune. Alle unsere Hormone sind im Keller. Und unsere Gebärmutterschleimhaut wird abgestoßen. Alles ist schlecht. Aber währenddessen beginnt bereits im Eierstock langsam eben wieder so ein Follikel anzureifen, nämlich so eine Oozyte, denkt sich, naja, vielleicht komme ich langsam jetzt ins richtige Stadium und wächst und wächst und wächst. Wie gesagt, es ist nur ein einziges Ei. Manchmal wachsen auch mehrere gleichzeitig und es gewinnt dann quasi nur ein einziges Ei, das dann am Ende springen darf und alle anderen müssen noch in einem Vorstadium verharren. Entschuldigung. So, da oben seht ihr jetzt, das ist der Eisprung. Da haben wir so einen Peak von einem Hormon, das LH, das ist das luteinisierende Hormon, das ist quasi dafür verantwortlich, dass der Eisprung wirklich stattfindet. Und wie ihr seht, wurde auch schon die Gebärmutter wieder, nachdem sie ja davor abgestoßen wurde, wieder schön langsam aufgebaut hier und ist eigentlich wieder auf ihrer Höhe, während das Ei springt. So, dann, wenn das Ei gesprungen ist, sackt quasi der Hormonhaushalt ein bisschen ab. Ihr seht auch, dass das Östrogen, das Graue, hier auch einen Peak hat. Also eigentlich ist es so, das luteinisierende Hormon kommt aus der Hypophyse im Gehirn und sagt den Eierstöcken, jetzt brauchen wir Östrogen, Östrogen, Östrogen und wenn Östrogen ganz hoch ist, dann springt ein Ei und dann fällt aber plötzlich alles wieder ab, weil das, die Aufgabe ist erledigt. Und dann fängt aber Progesteron an, weil Progesteron hat den wichtigen Sinn, dass die Gebärmutterschleimhaut eben so wundervoll aufgebaut wird, damit dann auch später ein Ei darin sitzen kann und gut ernährt wird. Jetzt seht ihr schon, nach dem Eisprung verändert sich
alles, was vorher da war und wird zum sogenannten Gelbkörper. Also die Follikelphase ist die erste Phase und dann haben wir die Gelbkörperphase. Dieser Gelbkörper hat eben die Aufgabe, Progesteron zu produzieren und so hier unten für eine Transformation der Gebärmutterschleimhaut zu sorgen. So, wie ist es jetzt? Dieser Gelbkörper arbeitet ein bisschen vor sich hin, lebt allerdings auch nicht allzu lange und stirbt irgendwann ab. Das heißt, wenn wir jetzt keine befruchtete Eizelle haben, dann war es das. Gebärmutter wurde zwar schön aufgebaut, Gelbkörper arbeitet nicht mehr, kein Progesteron und wir sind wieder bei unserer schlechten Laune angelangt und fangen wieder an mit unserer Menstruation. Wie ist es jetzt, wenn eine Frau schwanger wird? Dann macht sie all das durch, bis hierher, bis zur Gelbkörperphase. Und dann fängt aber das Ei, das sich bereits angefangen hat einzunisten, ebenfalls ein Hormon auszuschütten, das bis zum vierten Monat der Schwangerschaft sogar dafür sorgt, dass die Gebärmutter weiter aufgebaut wird. Das heißt, der Gelbkörper wird quasi von dem Keimling selber am Leben erhalten. Gut. Ist es soweit klar? Ich weiß, es sind viele Hormone und so. Okay, gut. Viele Stimmungsschwankungen. Passt. Wenn es zur Befruchtung kommt. So, wir haben jetzt ein Pärchen, das unbedingt Kinder zeugen möchte. Hoffentlich möchte es das. Und nun suchen die Spermien die Eizelle. In einem Ejakulat sind so circa 200 bis 300 Millionen Spermien drinnen. Und von denen schaffen es aber nur 300, überhaupt mal Richtung richtigen Eileiter abzubiegen, überhaupt im Eileiter abzubiegen und dann vielleicht mal bis zur Eizelle durchzukommen. Die meisten machen vorher schlapp, verhungern, haben keine Energie, wollen nicht mehr, geben einfach auf. Und sie schwimmen mit 3 mm pro Minute. Ist nicht so schnell, allerdings wenn man sich denkt, wie klein die sind, doch eine ordentliche Leistung. Und sie schwimmen nur für circa 1 bis 3 Stunden und dann wird eigentlich schon die Eizelle gefunden und befruchtet. Genau, die Spermien versuchen einzudringen. Vielleicht habt ihr schon so ein Video gesehen, da ist eine gigantische Eizelle und dann docken so mehrere hundert Spermien an und versuchen es durch die Zona radiata und so durchzudringen und wenn es dann einer schafft, wird, so wie es der Tim vorher schon gesagt hat, nur der Kopf vom Spermium aufgenommen und der Schwanz fällt ab. Dieser Kopf wird dann zur männlichen Forke, nennt man das, und die Eizelle, die sich ja jetzt, wo sie befruchtet ist, gedacht hat, ah, jetzt werde ich endlich mal auch fertig und reif, wird zum weiblichen Forke und die beiden verschmelzen dann und dann haben wir die Zygote. Das wird auch oft gefragt, glaube ich, bei Medati, dass die Zygote eben dann die befruchtete Eizelle ist. So, was macht jetzt die Zygote? Nachdem sie befruchtet wurde, wandert sie durch den Eileiter. Das kann bis zu 4 bis 5 Tage dauern, dann sollte sie in der Gebärmutter angekommen sein. Das ist sehr wichtig, weil in dieser Zeit fängt die Zygote schon lange an, sich zu teilen und geht verschiedene Stadien durch. Und in der ersten Zeit bleibt sie noch gleich groß, bekommt zwar gleich, also mehrere Zellen, aber sie bleibt gleich groß. Nur wenn sie anfängt, größer zu werden, muss sie unbedingt schon in der Gebärmutter angekommen sein, sonst könnte es zu einer Eileiterschwangerschaft kommen. Das ist eben sehr gefährlich. Genau, das nennt man dann Blastogenese, das ist eben wirklich die Entwicklung von der Zygote durch die einzelnen Stadien. Da gibt es wichtige Begriffe, die ich mal so reingeschmissen habe. Das war eins zu viel. Kann mir jemand sagen, was die Morula ist? Weiß das irgendwer schon? Genau, da habe ich gehört 16-Zell-Stadium. Ich habe heute nachgelesen, es ist alles von 16, 32 bis 64, alle drei sogar. Wusste ich auch nicht, ich hatte das auch mit 16 im Kopf noch aus der Schule. Genau, weiß jemand, was die Blastozyste ist im Unterschied zur Morula? Sehr gut, genau. Blastozyste hat dann Embryoblast und Trophoblast und zwar sieht man das hier. Da wandern dann alle Zellen, ich hoffe, ich erwische, da. Da wandern alle Zellen eben circa am 5. Tag an einen Rand und bilden dann eben Embryoblast und Trophoblast. Was sind jetzt Embryoblast und Trophoblast? Ganz simpel, aus dem Embryoblast wird später das Embryo. Und aus dem Trophoblast die Plazenta, die ja die Aufgabe hat, den Embryo dann auch zu ernähren. Gut. Ich reiße das jetzt ein bisschen an. Da gibt es dann ganz tolle Bilder und Videos, wie sich das genau auffaltet. Ich finde das extrem schwierig, sich das zu merken, aber ich denke, ein paar Begriffe können wir schon anreißen. So, die Frühentwicklung sind wirklich die ersten 3 Wochen. Ab der 4. Woche sprechen wir bereits von einem Embryo. Das dauert dann bis zur 8. Woche und dann haben wir schon einen Fötus. So, aus diesen Embryoblasten, sprich aus dem Teil von der Blastozyste, die dann zum Embryo wird, gibt es eine zweiblättrige Keimscheibe. Das ist Entotherm und Endotherm. Ektotherm und Entotherm, so, Entschuldigung. Die Begriffe habt ihr sicher auch schon gehört. Das sieht man dann hier eigentlich schon. Ektotherm ist außen, Entotherm ist innen. Was nämlich ganz wichtig ist bei dieser Entwicklung, man hat ja eine normale Zelle und es stülpt sich dann quasi ein Teil nach innen
Und nach der Einstülpung wächst von der Seite noch eine Mittelschicht hinein, das ist eben das Mesoderm. Ist jetzt sehr genau, was für euch wichtig ist. Es kommt dann am Ende zu einer dreiblättrigen Keimscheibe, eben Ektoderm, Endoderm und Mesoderm. Und eine sehr beliebte Frage ist, ich glaube, ich hatte die sogar vor 3 Jahren, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ist, was entsteht woraus. Wir haben einmal das Ektoderm, das ist ganz außen. Ich meine, es kommt im Medizinstudium nochmal genauer, dass es nicht ganz so grob zu trennen ist und zum Beispiel allein die Ohrknöchelchen entstehen aus unterschiedlichen Anteilen, aber das führt jetzt zu weit. Ektoderm ist eben Augenbläschen, Ohrbläschen, ZNS und Epidermis. Wie können sich das merken? Augen und Ohren gehören schon mal zur Sinneswahrnehmung dazu, also zum Gehirn. ZNS heißt eben Gehirn und Rückenmark, das gehört alles dazu. Und Epidermis, so wie wir es vorher hatten, ist die Haut außen des Menschen. Das ist alles Ektoderm, sprich außen. Dann das Mesoderm ist Skelett, Skelettmuskulatur, Kreislauforgane, Harn- und Geschlechtsorgane. Also eigentlich fast alles, was wir heute schon besprochen haben. Und Endoderm sind dann die epitheliale Anlage der Verdauungsorgane und Atemwege. Sprich, es ist ganz innen wirklich das Epithel, das dann innen alle Schleimhäute auskleidet. Gut, mal im Groben. Passt, ich bin schon fast am Ende. Das ist nur so circa, falls euch interessiert, es kommt das Video online, ihr könnt sich das zu Hause in Ruhe anschauen, wann circa was entsteht im Embryo und im Fötus. Hier nochmal circa. Ab hier, ab Woche 4, spricht man dann wirklich vom Embryo. Da haben wir schon Augenbläschen, ein paar Arme, die so von der Seite dann aussprossen und eben die Herzanlage. Also das kann man schon so einen Mini-Herzschlag sehen. Und was ganz wichtig ist in der Embryonalperiode, also wenn alle Organanlagen überhaupt erstmal platziert werden, ist natürlich so ein Embryo besonders anfällig auf teratogene Substanzen. Also teratogen ist immer die Frucht verändern, sprich Alkohol, Strahlung, irgendwelche Medikamente gibt es auch, die die Leibesfrucht verändern können, deswegen dürfen das Schwangere nicht schlucken. Das muss man immer bedenken, dass es gerade in der ersten Zeit der Schwangerschaft besonders gefährlich ist. Und da haben wir dann nochmal, ab Woche 9 sind wir schon in der Fetalperiode. Da hat der Embryo, der dann schon im Fötus ist, eigentlich nur noch die Aufgabe zu wachsen und alles weiter zu differenzieren. Gut, und Geburt, also Geburt ist dann in Woche 38. Passt, das war eigentlich schon Biologie. Gibt es Fragen zu dem, was wir jetzt besprochen haben? Keine einzige, na gut. Ich hoffe, ich habe euch nicht nur zu sehr verwirrt. Ja, da hinten. Gar nicht. Also ich habe es ganz ehrlich deswegen nur so grob angerissen, damit es für euch vielleicht von Interesse ist. Ich kann mich nicht erinnern, ob das jemals gefragt wurde. Weißt du was? Was geht's noch? Ja, okay. Es ist so, dass Sie gerade bei diesem Thema in der Vergangenheit tatsächlich etwas mehr ins Detail gegangen sind. Also wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo du dich fragst, was soll ich etwas genauer lernen, dann ist das auf jeden Fall ein Thema, wo es sich lohnt, sowas vielleicht schon zu wissen, ab wann spreche ich vom Embryo, ab wann spreche ich vom Fötus, ab wann ist das Gehirn entwickelt und all sowas. Also das könnte sich schon lohnen, sich das nochmal etwas besser anzuschauen. Okay. Gut. Aber wie ihr seht, das Gehirn ist eigentlich von Anfang an schon da und dauert bis zum Ende und eigentlich noch darüber hinaus. Wir wachsen ja generell, bis wir 24 sind. Gut. Passt.